So, haha, weiter geht's. Okay, wir dürfen hier nochmal, ja, was umpacken, brauchen wir gar nicht. Das hier können wir vielleicht runternehmen, das brauchen wir jetzt, glaube ich, für dieses Gebäude gar nicht. Habe ich schon mal für später vorsorglich gekauft, damit wir vielleicht, wenn wir nochmal so ein Gebäude bauen wollen, damit wir es da einfacher haben. Oh, wie schön, wir haben ja schon eine Leiter hier. Und den Hammer haben wir auch. Ja, prima. Können wir hier aussteigen? Abklettern? Runter? Einmal raus hier. Oh, komm schon. Wir haben das aber schon irgendwie so hin... Ah, okay, jetzt können wir raus. Hingestellt, damit wir raus können, dachte ich. Vielleicht können wir ja sogar Händler auf unseren Hof locken hier, aber oh mein Gott, brauchen wir dafür viel Zeug? Brauchen wir dafür viel Material? Die Stelle haben wir soweit fertig am Hof. Ja. Das reicht gar nicht. Wir hatten 45 drin, oder? Boah. Jetzt haben wir noch 5 unten stehen. Oh. Das bekommen wir nicht fertig. Das gibt's doch gar nicht. Für 5 klettere ich da nicht nochmal rauf. Das schaffen wir sowieso jetzt nicht in einem Rutsch fertig zu machen. What the fuck? Das ist aber teuer. Entschuldigung. Ja, das ist aber teuer. Das hätte ich ja so jetzt auch nicht gedacht. Oh, hier passt doch noch ein bisschen Holz rein. Nö, ist gut. Finde ich gut. Ich finde, was auch immer das Gebäude kann, das kann, es darf ruhig mal teurere Gebäude geben. Umso mehr freut man sich nachher, wenn es dann fertig ist und irgendwas kann. Und nochmal, ich sagte das schon im letzten Livestream, das hier ist ja nicht Conan Exiles, wo man dann nachher immer enttäuscht ist von den Sachen, die man da bekommt, so. Ja, man denkt sich so irgendwie, oh, jetzt mache ich den riesen Drachen fertig. Jetzt mache ich den riesen Drachen platt. Und dann kriege ich bestimmt eine fette Belohnung beim Archivar oder so. Tausche da irgendwie meine Machtfragmente ein und dann bekomme ich dafür irgendwie ein Tischbein oder sowas zum 10. Mal. Ja, das ist bei Conan Exiles dann doch oftmals enttäuschend, die Belohnung. Aber ich glaube, wenn man hier schon so viel reinsteckt, dann wird das schon was richtig Schönes sein, was man damit machen kann. Wenn das schon so teuer ist. Ach, ich bin gespannt. Wie gesagt, bitte nichts verraten. Spoilert mich da bitte nicht. Ich freue mich doch, wenn ich das selber rausfinde, was das kann. Dann. Also der Plan nochmal. Der Plan sieht so aus, wir fahren erstmal zum Thaddäushof, verkaufen hier die Schnäpse. Ja. Dann haben wir hoffentlich genug, so wie es aussieht. Ja, wenn die alles kauft, dann haben wir 400, 800. Und dann haben wir 1100. Das sollte reichen für ein männliches Schaf. Schaf. Ja, vielleicht noch für irgendein anderes Tier. Eine Ziege. Eine männliche Ziege. Na, vielleicht. Mal gucken. Aber wichtig ist erstmal das männliche Schaf. Thaddäushof. Geradeaus meine ich doch. Ja. Oh, guck mal, ein weißes Wildschwein, da rennt es. Schaut euch das an. So ein großes Wildschwein. Das Wildschwein ist fast so groß wie unser Pferd hier. Pferd, du musst mehr essen. Guck mal, sonst kaufen wir demnächst mal. Was ist das denn hier? Sonst kaufen wir demnächst mal irgendwie ein Wildschwein. Warum ist denn der Boden hier so... Das habe ich noch nie gesehen. Warum ist denn der Boden hier so ungewöhnlich anders als anderswo? Ist mir noch nie aufgefallen. Naja, vielleicht liegt's am Licht jetzt. Also, erstmal verkaufen. Ihr habt ja gar keine Bienen mehr. Wir auch nicht. Na, freust du dich, uns zu sehen? Wie kann ich dir helfen, mein Freund? Handeln wir. Und zwar verkaufen wir dir hier ein bisschen Schnaps.
Ja. Apfelwein. Und wir haben etwas Met. Ja, wunderbar. Jetzt könnten wir uns eine neue Destillieranlage kaufen, aber nein, wir verfolgen unseren Plan weiter. Oh, der Arbeitsplatz wäre auch schön, aber nein, 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 nein. Und Zucker wäre auch gut, nein. Nein. Wir gucken mal hier nach den Obstbäumen. Ich hoffe ja immer noch, dass wir eines Tages mal hier bei den Nachbarn irgendwie Obst klauen können, aber nein, dürfen wir nicht. Schade. Oder wenn ein Baum wenigstens dazwischen wäre, das sieht doch aus, als ob hier... Nee. Ja, das wäre aber auch zu einfach dann. Wir klauen da die Äpfel und verkaufen ihm die und sind danach stinkreich. Dann bräuchten wir gar nichts auf der Farm zu machen, also... Ja, nee, passt schon. Von der Balance, finde ich, ist es schon sehr gut. Sehr gut ausbalanciert. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Ja, das mit der Zeit fand ich ein bisschen mühselig, sagte ich ja schon öfter. Und das kann man ja jetzt selber einstellen. Von daher finde ich das richtig, richtig gut, richtig entspannend und ja, Kurzurlaub sozusagen. Oh, Pilzzeit. Habt ihr gesehen, da die Pilze? Im Wald. Ein großer Hirsch und wir haben unser Gewehr nicht dabei. Ja, aus dieser Entfernung würden wir treffen, auf jeden Fall. Aber bis wir das Gewehr dann rausgeholt haben und geladen haben und visiert haben und alles, da wäre der Hirsch schon wieder über alle Berge. Ja, wir brauchen ein anderes Gewehr. Der Plan mit den Gewehren ist ja auch noch da. Der steht ja auch noch da. Dass wir uns mal ein besseres Jagdgewehr kaufen. Na, da müssen wir aber noch einige Tiere abmoxen. Dann können wir so fast hier schon erschlagen. Hätten wir jetzt... Ja, die Forke hatten wir doch dabei. Hätten wir mal reingestochen so ein bisschen. Schon mal angestochen wenigstens. So, Pferd. Reitest du gerade? Kann ich mir was zu trinken einschenken mal eben? Oder muss ich da wieder befürchten, dass du irgendwo vor einem Baum oder vor einem Masten fährst, reitest? Ach Gottchen, ist ja nichts mehr drin. Oh wow! Oh wow, ist das süß! Ja, ich mag ja so süßes Zeug nicht so gerne, aber so ein Monster zum Livestream gönne ich mir dann doch mal. Ah, oh, oder ich habe noch Dr. Pepper für nachher. Ah, oh, ja. Dr. Pepper, liebe Welt da draußen. Unsere Livestreams sind alle gesponsert von Dr. Pepper. Nicht wirklich. Schön wär's. Aber gerne mache ich Werbung für Dr. Pepper, weil es echt lecker ist. Aber ich trinke es wirklich dann nur zu Livestreams, ganz, ganz selten mal zu Aufnahmesitzungen. Ich, wie gesagt, ich so süßes Zeug bin ich nicht so für zu haben. Aber muss ja mal gesagt werden, dass das sehr, sehr lecker ist für mich. Schokolade. Natürlich immer auf Lager, kann man ja gut lagern, sowas. Aber auch nur zu medizinischen Zwecken, sage ich mal. Ach, wenn man mal so einen Tag hat, wisst ihr, es regnet, man ist so ein bisschen gedrückt, die Stimmung ist so ein bisschen gedrückt, ein Stück Schokolade, dann geht's schon wieder. Wenn man das nicht so oft isst, wenn man jeden Tag isst, dann wirkt das auch nicht mehr so richtig, glaube ich. Aber wie gesagt, ich bin da nicht so für Süßes. Ich mag eher so scharfe Sachen, salzige Sachen. Um das nochmal zu erwähnen. Muss ich das in jedem Livestream erwähnen? Ja, ich denke da manchmal drüber nach. Vor allem, ja, wenn es kommt, dann kommt's. Ja, ich habe jetzt das süße Monster da getrunken und da kam mir der Gedanke eben, dass das ganz schön süß ist. Und so kommt man von Hölzchen auf Stöckchen. Ach, Moment. Ach ja, das können wir uns jetzt nicht leisten. Aber in diesem Jahr werden wir den Keller noch ausbauen dürfen. Einmal 15.000 kostet das nächste, aber das müssen wir uns auch leisten.
damit wir da ein bisschen was besser einlagern können. Und dann kommt's, das Wirtschaftsgebäude. Das wird ein Riesenlager sein. Ja, das wäre zu einfach. Nee, ich hoffe nicht. Also wenn da ein Lager mit dabei wäre, das wäre vielleicht nicht schlecht, aber dass das jetzt so ein Riesenlager wäre, das würde ich nicht so toll finden. So, der Peter mag uns, gibt uns also die besten Preise, die momentan möglich sind. Ich glaube, wenn wir hier heiraten, die Maria oder so, dann könnten wir noch bessere Preise kriegen. Obwohl sich das, glaube ich, dann eher auf Stanislavs Preise niederschlägt. Ja, mal sehen. Schwein brauchen wir nicht. Wir haben genug Schwein. Wir bräuchten eine größere Raufe und... Und wir bräuchten hier ein Schaf. Das schwarze Schaf. Ein Schafsbock, hätte ich jetzt gesagt. Ich habe da nicht so die Ahnung, wie das heißt. Das andere heißt Schaf, das heißt Schaf. Das eine heißt... Es ist dumm, gemein und es gibt keine Milch. Ohne seine Wolle, die immer nachwächst, würde jeder ständig Hammel essen. Ah ja, genau. Hammelfleisch. Hm? Und das ist das Schaf? Stark, nicht klug und manchmal bösartig. Aber wenn es Lämmer produziert, kann man ihm diese Fehler verzeihen. Ja, 800 kostet das. Ja, okay, dann ist der Traum vom Ziegenbock hier wohl ausgeträumt. Das wird wohl nicht mehr so ganz hinhauen dann. Ja, beim nächsten Mal. Muss ja jetzt auch nicht alles auf einmal sein. Ich finde, das geht sowieso schon alles ziemlich schnell, wie wir das hier machen. Wo ist die Futterraufe? Die große Futterkrippe, ja, muss dann jetzt auch nicht unbedingt sein. Ich frage mich immer noch, wofür wir die Ketten brauchen hier. Und ich frage mich, ob wir hier so eine Bürste brauchen. Ah, das können wir alles auf dem Markt kaufen. Das muss hier echt nicht sein. Ich meine, der hat zwei Bürsten. Aber das muss echt nicht sein. Das ist rausgeschmissenes Geld jetzt. Auch ich gucke immer so auf die Hühner und so, aber nee. So, ein Schaf. Noch nicht hungrig. Fettheit ist drauf. Wie, wir haben das automatisch schon? Komm, wir besuchen. Kommt mit. Wir besuchen mal Maria und gucken mal, wie es ihr geht. Anstandsbesuch wenigstens, wenn wir hier sind. Na. Ja, wie schön. Mich interessieren doch nur die Preise vom... Tabak. Oh, das ist gierig. 16. Und vor allem vom Apfelbaum 711. Was sagte ich, wenn die unter 300 sind, dann müssen wir auf jeden Fall zuschlagen. Aber ich glaube, das werden wir nicht erleben. Unter 400 habe ich mal einen Apfelbaum kaufen können. Das war so das Günstigste, an das ich mich erinnere. Zucker 114. Ich glaube, im Dorf bezahlen wir nur 90 oder jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, weil die Preise da so schwanken manchmal vielleicht. Obwohl im Dorf eigentlich nicht. Bringen wir erstmal das Schaf nach Hause, ha? Ja, und wenn jemand weiß, wie das männliche Schaf heißt... Lasst es mich gerne wissen. Und wir haben noch ein weibliches Schaf, das dann auch noch einen Namen braucht. Also Schaf, ja, also Schaf heißt Schaf, aber heißt er jetzt Schafsbock oder wie nennt man das bei den Schafen? Bei Fischen sagt man ja auch irgendwie zum Weiblichen sagt man, weiß ich nicht, Dori. Und zum Männlichen vielleicht Nemo oder so. So funktioniert das doch nicht. Ach was. Wie war das mit Fischen? Der Stichling, oder? Und... Die Quappe. Aber ich weiß gar nicht, ob Quappe überhaupt ein richtiger Fisch ist. Ich glaube, so manches ist hier so der schlechten Übersetzung geschuldet. Da müsste ich meinen Bruder mal fragen. Der kennt sich da ein bisschen aus, so mit Fischen, die man da so aus den Flüssen hier in Deutschland zumindest rausziehen kann.
Wappe? Wüsste ich jetzt nicht. Grundel, die Grundel. Ja. Ja, dann sind also die weiblichen dann Grundel. Und die männlichen wäre dann der Hecht. So funktioniert das doch nicht. Ich kenne mich nicht so aus mit der Ich-Theologie. Ich weiß es nicht. Ich bin mehr so der Vogelkundler. Ach was, erzähl. Das heißt dann der Hansi und die... Was ist ein weiblicher Name für einen Vogel? Schnell? Nee, schnell nicht. Ach, man weiß es nicht. Ein weiblicher Name auf jeden Fall. Hansi? Peter. Nee, das ist auch kein Weibchen. Ja, nicht ganz, aber fast. Das war jetzt... Nein, das lasse ich nicht durchgehen. Nein, nein. Wie nennt man denn, wenn man einen Wellensittich kauft, wie nennt man denn das, wenn man ein Weibchen hat? Das weiß ich gar nicht. Hansi. Hansiline. Hatte jemand schon mal einen weiblichen Wellensittich? Kann man eigentlich Wellensittiche züchten, so zu Hause? Vermehren die sich eigentlich, wenn man ein Männchen und ein Weibchen kauft? Hat man dann... Bekommt man dann Frühstückseier? Ja, aber ganz kleine, das lohnt sich nicht. Und auch nicht jeden Tag wahrscheinlich. Das sind ja keine Hühner. Ich weiß auch nicht, ob man die Wellensittich-Eier überhaupt essen kann. Legen die überhaupt Eier? Vielleicht zumindest... Das... Ja, das... Nee, Säugetiere... Glaube ich nicht. Also, ich weiß ja nicht, aber... Bleiben wir mal bei den Eiern. Ja. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wer der weibliche Wellensittich heißt, aber... Vogelkunde, also ja. Ein schönes Hobby. Viel zu wenig habe ich mich damit beschäftigt in meinem Leben, obwohl ich da voll Spaß dran habe. Ornithologie. Aber vor allem Singvögel, heimische Vögel hier. Naja, gut. Ich bin nicht abgeneigt, wenn ich was über andere Vögel höre, dann höre ich da auch hin. Also ist nicht so, dass ich sage, nee, die kenne ich nicht, die will ich nicht. Ich sag doch immer, man muss immer offen sein für alles. So, dein neues Zuhause. Du heißt erstmal Schaf. Aber du brauchst jetzt einen Namen. Nein, du wirst nicht angekettet. Moment. Du darfst dich hier frei bewegen. Erstmal. Oh, das Schaf kann dir schon mal zeigen. So, bis jetzt kamen keine Einwände. Also heißt das Schaf jetzt Dolly. Aber wie hat man das denn geschrieben? Ich schreibe es mit Y, okay? Dolly der Schaf. Vielleicht erinnert sich jemand dran. An die Berühmtheit. Jetzt brauchen wir nur noch was für den männlichen, für das männliche Schaf. Und wir brauchen noch einen Hut. Zwei Mützen brauchen wir noch. Hüte. Oh, das ist ja schön. So ein Rentiergeweih. Ja, dann nehmen wir doch gleich zwei davon. Boah, das ist ja cool. Neue Hüte brauchen wir. DLC mit neuen Hüten für die Tiere. Mal gucken, ob das passt. Ja, Schaf hat es gerne scheinbar. Das ist hier das Platz hier Schaf. Und dann wollte ich ja unseren schwarzen Hengst auch noch beweihen.
beträchtlich. 7 Monate, wie schön. Ah, sehr gut. Fast ein Einhorn. Das ist einfaches Gras hier. Das auch. Das ist ein bisschen zu viel. Das stopfen wir unserem Kasimir jetzt nicht in die Tasche. Oh, das auch. Haben wir denn nur... Was ist denn mit euch hier? Haben wir vergessen, die Tür aufgemacht und vergessen, euch rauszuholen hier? Ach, aber den Weg könnt ihr doch alleine gehen. So, ihr seid frei. Heute etwas später am Trog, aber... Oh, der Trog ist auch leer. Boah. Ich vermute mal, da kommen noch ein paar Kartoffeln oder sowas dazu. Ach, ihr habt noch genug zu futtern. Das hat sich ja gar nicht gelohnt hier, den Zwirn oder die Schnur zu verwenden, um dafür die Tiere das zu binden. Hier, naja, okay. Als es soweit war, sind wir das Zeug dann wenigstens schon mal losgeworden. Wie ist das hier eigentlich mit dem... mit der Uhrzeit? Okay, es geht noch. Und wie ist das hier mit dem Misthaufen? Ah ja, okay, der Misthaufen ist gut. Einen Eimer könnten wir hier gebrauchen. Daran haben wir noch gar nicht gedacht. Ja doch, immer wenn ich sehe, immer wenn wir einkaufen gehe, gucke ich schon auf die Eimer. Und Eimer braucht man ja immer auf dem Bauernhof, ebenso wie diese Heugabeln, die braucht man ja auch immer. Aber warum haben wir eigentlich die ganze Zeit eine Heugabel in der Tasche? Das muss ja auch gar nicht sein. Ja, die können wir doch gleich mal hier lassen. Dann ist das jetzt beschlossen, dass die Heugabel hier zugehört. Das ist aber nicht die von vorhin, oder? Von den... Ach, können wir die hier nicht so anlehnen? Na, okay, so geht's ja auch. Also von den... Na, hier von dem Gras da vorne ist das die hoffentlich nicht. Oh, so schön finde ich das mit den Schafen jetzt nicht, weil hier die Pilzzucht irgendwie mit drauf geraten ist, weil die zu groß war für hinters Haus irgendwie. Die war nicht nur zu groß, vor allem hatten wir das Problem, Pilzzucht geht gar nicht mit Kompost. Ich dachte, das würde mit Kompost gehen. Wir haben da vorne den Komposter stehen. Aber die Pilzzucht läuft nur hier mit echtem Mist. Darum haben wir die hier hingemacht. Na ja, gut, wir können ja mal weiter planen jetzt noch ein bisschen. Zeit haben wir noch bis zur Ernte. Ja, locker noch 3-4 Stunden, denke ich, werden wir noch haben. Da können wir uns unseren Hof nochmal angucken und gucken, was wir hier so noch machen. Also da sind schon mal Bienenstöcke. Hier dachte ich mir, dass wir hier ein paar Obstbäume anpflanzen. Wobei ich mag das, wenn es so verwildert ist, auch ein bisschen. Ja, können wir ja immer noch dazwischen irgendwie verwildert lassen. Mal gucken, wie wir das überhaupt mit den Obstbäumen machen. Die sind ja ziemlich teuer auch. Vielleicht brauchen wir hier nicht mit dem großen Pflug durch. Vielleicht können wir hier mit der Hacke irgendwie besser was machen. Wie sieht denn das eigentlich jetzt aus? Wir haben ja... Hier können wir durch. Ach, das ist auch noch nicht fertig. Der Zaun, das Tor... Wie sieht denn das eigentlich aus? Oh, das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Oh, da hat sich was geändert. Ich meine, das ging nämlich in der Demo-Version noch nicht. Ich glaube, das Gras wächst jetzt nach. Ja, man sieht hier noch, hier ist ein bisschen was umgepflügt gewesen. Und wir haben doch im ersten Jahr hier mit der Hand so eine Ecke hier gepflügt und gemacht und getan. Und da war doch das Gras hier weg. Und ich meine, in der Demo-Version im letzten Jahr also, war das noch, wenn man das Gras weggeschnitten hat, dann blieb das weg. Das ist nie wieder nachgewachsen.
Aber hier sieht man jetzt die ganze Ecke, hier ist Gras wieder nachgewachsen. Oh, das ist schön. Ja, das freut mich sehr. Hier wäre vielleicht auch noch ein Tor ganz gut. Können wir das? Haben wir den Hammer? Hammer. Ja, aber wir haben keinen Schrott in der Tasche. Oh, hier wäre ein Tor ganz gut. Auf jeden Fall. Ja, okay, dann versuchen wir mal hier ein Tor reinzuzaubern. Ein kleines Tor. Egal wie rum. Rumdidum. Vielleicht nehmen wir das hier auch nochmal raus. Dann sollten wir doch jetzt ein kleines Tor, ein großes Tor. Das hier vielleicht ein bisschen gerader hinbekommen. Ich glaube manchmal, dass das extra hier so krumm gebaut ist. So mit so einer Kurve hier drin. Damit man hier drin auch flügen kann. Damit man gut mit dem Flug hier durchkommt. So eine Kurve drehen kann. Tor. Großes Tor? Ja, eigentlich dachte ich an ein kleines. Aber jetzt, wo ich die Gegend sehe und ich weiß, wir haben da ein großes Tor, es würde vielleicht gar nicht schaden, hier auch ein großes einzubauen, hä? Ah, doch, es passt nicht so ganz. Vielleicht ein Doppeltor? Ähnliches Problem. Es passt nicht ganz. Es will sich nicht ganz passen hier. Nehmen wir das breite Tor lieber. Und gucken mal, dass wir da versuchen, doch irgendetwas zu zaubern. Ja, wenn wir das jetzt in diesem Winkel bauen wollen, in dem ich es haben möchte, dann dockt das hier wieder nicht an. Und in dem Winkel will es stehen. Okay. Ach. Natürlich, wir haben nicht die Materialien. Schrott brauchen wir noch zweimal. Genau, Schrott war ja nicht dabei. Oder wir nehmen das hier auch noch raus. Guck mal, dass wir das breite Tor vielleicht jetzt ein bisschen gerader dort reinbekommen, oder? Ich würde es gerne so drin haben wollen, aber so geht es, so dockt es nicht an. Dann eben so. Und dann das kleine Tor direkt daneben. Nö. Doppeltor. Kurzer Zaun. Ja, das geht doch. Perfekt. Oh, Moment. Abbrechen. Abbrechen so. Ja, das passt doch wirklich. Nachher, wenn es dann fertig ist, wird man es gar nicht mehr sehen. Hammer. Ach, wo haben wir denn die vielen Bretter her? Ach so, weil wir den Zaun abgerissen haben, natürlich. Ach was. Die Seite ist schon fertig? Prima. Ah ja, wir hatten ja auch ein bisschen mehr Schrott mitgenommen. Bretter fehlen jetzt nochmal 5, aber dann könnten wir das Ding sofort schon nutzen. 5 Bretter nochmal, die haben wir doch bestimmt hier auf Lager liegen. Ja, wir sind ziemlich häufig an unser Holzlager gegangen. Ich weiß nicht, ob wir... 5 haben wir noch, aber wir sollten das lieber mal so auffüllen, so langsam wieder. Im Winter, mal sehen. Hier die Asbestplatten, ja gut, die haben wir wenigstens schon mal fertig. Ich denke, wir werden da auch nochmal... zweite, dritte, also wir werden hier noch so eine Reihe, wir werden den Schuppen werden wir hier voll machen, wenn man das Schuppen zu sagen kann überhaupt. Den Unterstand vielmehr würde ich jetzt sagen, oh, was mir da gerade einfällt, wo ich die Sumse gehört habe, die Biene, ach, die Fliege hier gehört habe. Unser Kasimir kann ja mal seine Fliege wieder besuchen. Fertig ist, was für eine Erleichterung. Ah, da läuft er doch gleich jetzt wie auf
Federnd. Federleicht. Ja, sehr schön. Was machen wir hier mit dem Stroh? Sollen wir das... Heu ist das. Sollen wir das schon mal rüberschmeißen? Ja, brauchen wir denn das da drüben? Ich hatte mir gedacht, dass hier vielleicht auch so Obstbäume reinkommen mit. Obwohl hier, ja, können wir vielleicht doch Tiere draufbringen. Dann werden wir hier noch irgendwo einen Mist- und Komposter hinbauen. Ah, vielleicht klappt das dann ja jetzt auch, wenn man das brach liegen lässt, die Fläche, ein Jahr oder zwei, dass sich das Feld dann wieder erholt von den Nährstoffen. Oder wenn man Tiere drauf macht, dass es sich dann noch schneller erholt. Das wäre richtig gut. In eine Stunde noch. Aber hier ist noch eine Stunde und da drüben werden es noch zwei sein wahrscheinlich, oder? Hier ist reif für die... haben wir da hinten angefangen auszusäen? Reif für die Ernte. Oh, prima. Reif, 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 reif. Ja, prima. Dann können wir ja vielleicht doch schon anfangen zu ernten. Ja, sieht mir so danach aus. Hier steht ein Eimer Farbe. Pottfarbe. Was ist hier verrottet? Was? Verrottet. Eine Kartoffel. Oh. Haben wir eine Kartoffel übersehen? Das gibt es doch nicht. So eine Verschwendung und das uns. Oh nein. Haben wir auch nichts mehr von. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier was F. Das Pferd entfernen. Noch nicht hungrig. Okay, dann mal los. Wir haben nämlich noch ein schönes Werkzeug für dich. Das kennst du auch noch nicht. Riecht aber auch nach deiner Stute. Immer noch ein bisschen. Der Kartoffelroder nämlich. Hey, ja genau, das meine ich. Das meine ich, du hast schon richtig gesehen. Hey, wo willst du hin? Bist du verrückt? Du standst doch gerade so gut, ey. So, Ferrari. Ey, ja. So geht's. Und wir... gehen hier mal drauf, benutze das. Dann Roder senken. Oh, reite erstmal los hier. Hey, was war denn das? Ach, der Baum. Nein. Wir leben noch. Aber hat das Energie gekostet jetzt? Ja, scheinbar schon. Ja, nee, wir haben uns auch mit dem Dorfpöbel, mit dem Dorfrüpel angelegt in diesem Jahr. Also an diesem Tag, meine ich. Okay, jetzt geht's. Einmal senken. Oh. Ja, wenigstens dafür bräuchten wir dann schon den Traktor. Oh, das dauert ein bisschen, oder? Aber bis wir dieses Feld, wenn wir dieses Feld hier fertig haben, dann können wir auch gleich das nächste machen. Oh mein Gott. Da sitzen wir jetzt... Oh. Schön entspannt ist das, oder? Da sitzen wir den ganzen Tag jetzt dran. Ja, klar. Die Aufgaben eines Farmers, natürlich. Das ist doch die schönste Arbeit, jetzt die Ernte einzubringen. Da hätten wir mal auf dem anderen Feld gucken können, hinterm Haus, sage ich immer. Hinter der Scheune da eigentlich. Wie das da so aussieht auf dem Feld, das ist doch bestimmt auch schon alles fertig. Das haben wir doch bestimmt wieder zuerst eingepflanzt. Nee, das waren noch 7 Stunden. Ja, wann haben wir da geguckt, so ungefähr? Wann war das? Um 10? Das heißt um 17 Uhr, ja. Ich glaube, wir haben erst hier gesät. Aber ich sage mal, wenn wir dieses kleine Stück hier fertig haben, dann können wir auch da sofort weitermachen. Dann wird... das auch alles reif sein zur Ernte. Und wenn wir damit überall fertig sind, dann können wir auch rüber hinter die Scheune und können auch da dann schon schön ernten. Ach, herrlich. Wir haben auch Glück. Unser Kasimir hat richtig Glück mit dem Wetter auch. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig.
könnte auch die Stimmung drücken sonst. Und wir haben September, Oktober, November. Ja, es wird schon... Ach, es ist schon wieder so knapp, ja. Es ist schon wieder riskant. Zumal wir ja auch noch, wie ihr seht, die Ernte einbringen müssen. Und das dauert ja auch dann nochmal. Ich meine, wir könnten cheaten und die Zeit ganz anhalten. Dann schaffen wir das auf jeden Fall mit der Ernte. Aber ich werde da jetzt nicht groß dran rumfummeln. Ich lasse das so und mogeln ist nicht so mein Ding. Dann hat man sich auch mal verkalkuliert. Kann ja auch mal sein. Ja, haben bis jetzt noch nicht. Ah, das wäre dann, wenn wir jetzt Erntehelfer hätten, die könnten dann jetzt hier schon mal anfangen, die Kartoffeln irgendwo aufzuladen. Wenn wir das noch rausbringen wollen. Also auf Nummer sicher gehen würde bedeuten, wir würden jetzt die Ernte zum Großteil verkaufen. Das ist die Frage. Also ich sage... September, Oktober, November, das sind noch 2 Monate, behaupte ich jetzt. Doch wenn wir Pech haben... Aber das ist kein, das hat nichts mit Pech zu tun, das hat nur was mit Rathematik zu tun. Wenn wir richtig raten, 48 Stunden dauert das, ja, bis die Kartoffeln fertig sind. Und wir haben jetzt 13 Uhr. Bis Ende November können wir ernten. Also bis November 24 Uhr bestimmt. Oder ist es 6 Uhr? 6 Uhr abends, glaube ich. 6 Uhr abends. Ja, dann wären das 24 Stunden. Dann wären ja 13 Oktober. Genau. 24 Stunden und nochmal 24 Stunden, dann wären es 13 Uhr, ja. Also wenn wir jetzt bis 6 Uhr abends rausbringen alles, dann können wir theoretisch noch ernten. Praktisch wird es aber dann auch mit der Zeit knapp, weil wir ja fürs Ernten auch, wie man sieht, jetzt Zeit brauchen. Also es ist schon die Frage. Wir haben zwar das Feld jetzt vorbereitet, ja, ach, einmal hauen wir noch richtig drauf, ja. Klar. Dafür haben wir ja jetzt die Felder vorbereitet. Sollten wir machen. Bis... Ach, bis 6 Uhr. Das muss ja dann fertig sein. Das müsste dann ja im November... Ja, bis so 14 Uhr fertig sein. Eigentlich müssten wir das ganz anders machen. Wenn wir dieses Feld hier haben, gleich... geerntet haben, ja, dann müssten wir genug Kartoffeln haben... für die Flächen, die wir gepflügt haben. Ja. Das müsste eigentlich dann reichen. Das ist ja 5-mal so viel wie dieses hier. Und das sollten wir sofort jetzt aussehen, bevor wir jetzt das andere ernten. Denn... ja, so hätten wir dann im November noch... Da könnten wir um 15 Uhr, 14 Uhr anfangen zu ernten. Und bis 6 Uhr hätten wir da also noch genug Zeit zum Ernten. Aber wenn wir jetzt erst alles abernten in diesem Tempo hier, dann sind wir vielleicht erst um 18 Uhr fertig. Wenn wir um 18 Uhr, 48 Stunden später, ja, das wäre im November... 48... Das wäre zu knapp. Dann wären die genau fertig und verderben. Um 6 Uhr. Zack, peng. Sind sie kaputt auf dem Feld. Leider läuft das hier so. Oder zum Glück. Ist das denn wirklich so viel, dass das reicht? Ja, werden wir sehen. Von der Zeit her ja, ist knapp, also wie gesagt, auf Nummer sicher gehen. Wir haben ja dieses Feld, das wir jetzt gerade hier ernten, roden, das haben wir ja auch noch zu
beackern, dann das könnten wir auch noch dann einmal voll machen. Oh, das ist schwierig. Ja, oder wir verzichten auf die letzte Ernte, gehen ganz auf Nummer sicher und verticken das Ganze, was wir jetzt haben. Nee, dafür haben wir ja gepflügt. Nein, 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 da bin ich nicht so dafür. Da haben wir da drüben gepflügt, ganz am Anfang. Und da haben wir auch da drüben auf der Parzelle gepflügt. Also das sollten wir dann wenigstens einmal nutzen noch. Gottfried Wegemüller, hallo, schön, dass du reinschaust. Gottfried auf YouTube, wie geht es dir? Und ein schönes Pfingsten wünsche ich dir. Nein, bis jetzt nicht. Die Festplatte habe ich noch, Gottfried. Leider, leider ist ja die Festplatte kaputt gegangen. Ich bin angenehm überrascht, dass du dich daran erinnerst, ja. Und da sind einige Folgen von Fallout Shelter leider draufgegangen. Und tatsächlich ist es ja so, dass man in Fallout Shelter zu der Zeit zumindest noch keinen Speicherstand anlegen konnte. Ich habe zwar immer ein Backup gemacht. Aber ich glaube nicht, dass es reicht mit dem Backup. Außerdem glaube ich, dass die Backups mit auf der Festplatte waren, schlauerweise. Ja, die ist eben kaputt gegangen. Und ich weiß, man kann zur Not, ich habe die Festplatte noch, man kann zur Not die Festplatte in ein Labor geben und da können die, man hat eine gute Chance, dass man die Sachen noch retten kann. Nur kostet das ziemlich viel. Also ich glaube, das geht so ab. Ja, 1000 Euro aufwärts los, dann je nachdem, wie viel drauf ist. Und das Geld hatte ich bis jetzt nicht dafür. Es ist aber leider auch nicht das einzige Mal passiert. Deswegen jetzt bin ich mittlerweile... Mittlerweile fahre ich jetzt da ein anderes System. Oder versuche das zumindest, naja, aus Platzgründen... muss ich jetzt doch wieder was anderes machen. Aber ich fange ein anderes System. Ich habe jetzt, da die Platten meistens kaputt gegangen sind beim Hochladen, habe ich mir eine extra Platte dann angelegt, nur fürs Hochladen. Aber mittlerweile ist alles so voll, dass ich da auf das System jetzt auch nicht mehr ganz zurückgreifen kann. Aber toi, toi, toi. Mit den SSD-Platten läuft es da ein bisschen besser. Die halten ein bisschen länger. Ja, das ist echt schade. Das war eine tolle Zeit, ja, und eine schöne Serie auch. Und jetzt, gerade jetzt, ist ja auch aktuell wieder einiges Neues passiert und dazugekommen, gerade auch wegen der Serie Fallout. Ja, ist echt schade, aber ich werde noch sehen, wenn ich es mir irgendwann mal leisten kann. Dann werde ich die natürlich auch noch reparieren lassen oder versuchen reparieren zu lassen. Und dann wird es da nahtlos weitergehen. Ansonsten hatte ich zwischenzeitlich mir schon überlegt, einfach die erstmal auszulassen, die Folgen, die da jetzt leider Gottes dann fehlen. Und dann einfach da weiterzumachen. Erstmal, wo die anderen sind, wo es weitergeht, wo ich weitermachen kann. Aber dann müsste ich ja so ungefähr wissen, wie viele Folgen waren denn das jetzt? Oder was heißt, am besten sogar genau wissen. Und da weiß ich nicht, wie akribisch ich da vorgearbeitet habe, dass ich das so alles eingetragen habe, glaube ich nicht. Meistens steht erstmal die Produktion und dann die Postproduktion. Ja, und in der Postproduktion kristallisiert sich das dann raus, wie viele Folgen das sind. Gottfried, wollen wir sparen und zusammenlegen? Ja, also Spenden sind auf jeden Fall immer möglich. Und wenn ihr dazu schreibt, wofür die Spenden sind, dann werden die natürlich auch... Dann werden die natürlich auch... Oh, das lasse ich hier mal gar nicht so lange jetzt durchgehen mit ihm, wenn er Durst hat. Also dann werden die auch dafür angelegt, wofür ihr das schreibt, natürlich. Ansonsten gehen die Spenden standardmäßig in den YouTube-Kanal, natürlich. Also für neue Hardware, Software und so weiter, Lizenzen oder sowas, wenn sowas mal nötig ist. Trinken. Und dann kann er auch gleich was essen. Also im Laufe der Zeit wurden sich da auch öfter mal
Spenden gewünscht, also Spendenoptionen gewünscht. Von daher gibt es da so verschiedene Sachen, wie man das machen könnte. Patreon muss ich mal gucken, das müsste ich, glaube ich, dann reaktivieren mal. Das läuft zwar irgendwo noch am Rande, aber da ist so wenig passiert. Ja, ich habe mich vor kurzem noch mit anderen Streamern... Oh, vielen Dank, Gottfried. Der erste Euro ist schon getan. Vielen, vielen Dank. Ich denke, da kommen dann auch so 60 Cent oder so werden auch ankommen. Weil YouTube sich da natürlich auch was dann davon nimmt und... ja, mal gucken. Also der erste Euro für die Rettung der Serie Fallout Shelter, nehme ich mal an, ist dann schon angekommen. Vielen Dank. Ja, also die, wie gesagt, die Spenden gehen erstmal, wenn da jetzt gar nichts dabei steht oder gesagt wird, zu 100% in den Kanal. Und manchmal ist das dann ja auch so, dass dann dazu gesagt wird, dass ich dann einen Teil davon privat benutzen darf. Was weiß ich, für eine Pizza oder mal für ein Bierchen oder sowas. Das ist dann natürlich auch immer willkommen. Naja, und die Auszahlungsgrenze bei YouTube, die liegt jetzt irgendwo bei... Naja, ist ein bisschen höher, also da kommt jetzt erstmal so schnell nichts an. Der Grundstein wurde gelegt, ja. Okay, wir haben es hier erstmal geschafft mit diesem Feld. Was sagt die Zeit? 14 Uhr. Also, wenn die im November um 14 Uhr fertig sind und wir bis 18 Uhr Zeit haben zum Ernten. Ja, sagen wir mal lieber, bis wir drüben sind, 15 Uhr. Na komm, Roder nach oben. Dann hätten wir also noch... Ja, 3 Stunden, ja. Oh Mann, lass doch den Sack da. Halt. Das kann ich jetzt so nicht durchgehen lassen, das geht nicht. So, jetzt aber. Ach so, erstmal nochmal gucken, wie sieht's denn jetzt hier aus? Ja, die sind reif für die Ernte. Ich denke, wir riskieren es mal. Die werden wohl alle jetzt reif sein für die Ernte. Aber die Frage ist nochmal, 15 Uhr, dann hätten wir noch 3 Stunden zum Ernten. Es wird knapp. Nicht, dass uns die vor den Augen verderben, die Früchte hier. Feldfrüchte, das wäre echt schade. Ja, aber wir müssen das ja auch ausbringen. Da müssen wir jetzt auch noch hin. Nee, wir sollten auf Nummer sicher gehen. Also wenn wir echt nochmal in diesem Jahr ernten wollen, weil wir so gierig sind, dann sollten wir jetzt echt mit dem, was wir haben, sofort... Also wir sollten jetzt aufhören sofort und dann säen erstmal. Sonst verdirbt uns das im November auf dem Feld, während wir da zugucken und das ernten wollen. Das wäre nicht so schön. Aufhören heißt aufhören, nicht weitermachen. Aufhören heißt Roder nach oben oder beenden und dann... Hier dran gehen, hey. Beenden nochmal. Hier dran gehen, einmal. Genau. Und das Pferd mitnehmen zur Sämaschine. Die Sämaschine steht noch auf dem anderen Feld. Ja. Da kommt wieder das, was ich vorhin sagte. Wir werden nachher für die Felder eigene Maschinen haben. Also jedes Feld wird... seine eigenen Maschinen haben müssen. Ja, vielleicht hätten wir sogar das Feld hinter der Scheune, also das da hinten, zuerst ernten sollen. Da hatte ich jetzt auch gar nicht dran gedacht. Das ist auf jeden Fall die Sämaschine. Oh, die brauchen noch 3 Stunden. Alles gut, das haben wir zum Schluss noch reingebracht. Oh, das ist okay, das passt mir ganz gut, aber das Ding müssen wir jetzt darüber schlören irgendwie. Oh gut, hier ist sogar noch was drin. Ja, das ist ja praktisch. Kommst du? Wir haben nämlich noch ein schönes Gerät für dich. Auch das riecht nach deiner Stute. Kommt dir vielleicht alles so vertraut vor hier? So. Benutzen. Und los. Oh, das Säen ist hier natürlich Quatsch, das hier einzuschalten. Hier ist ja schon alles drauf. Oh mein Gott. Ja, das ist das. Wenn wir jetzt nämlich...
Ja, das wird schon knapp. Wenn wir jetzt nämlich erstmal alles gerodet hätten und dann geerntet und dann ausgesät, dann wäre uns das echt beim Zugucken bei der Ernte im November alles verfault. Das wäre nicht so schön. Und Trinken nicht vergessen. Achso, ja, zu der Spendengeschichte nochmal. Genau, die Auszahlungsgrenze bei YouTube, die liegt da irgendwie ziemlich hoch. Die habe ich recht hoch eingestellt, denn ich habe das einmal am Anfang mir irgendwie auszahlen lassen. Und das ist dann quasi verpufft, das Geld. Das war dann einmal im Monat nicht so viel und da habe ich eigentlich gar nichts von gemerkt. Also habe ich gesagt, damit sich das Ganze mit YouTube überhaupt für mich lohnt, damit man da was merkt, setze ich die mal etwas höher, die Auszahlungsgrenze, damit ich mir dann wenigstens eine neue Grafikkarte kaufen kann. Irgendwas Größeres, das sich dann lohnt. Und dementsprechend dauert das dann ein paar Jährchen, bis die Auszahlungsgrenze erreicht ist. Nichtsdestotrotz, wenn ihr mir sagt, dass das dann, dass die Spende dann irgendwie für was anderes verwendet werden soll, dann notiere ich mir das natürlich gerne und dann wird das auch so geschehen. Spätestens, wenn dann die Auszahlung kommt. Und nach Möglichkeit früher schon, wenn das finanziell möglich ist. Ja, dass ich da irgendetwas umschichte. Ja. Also, auf dieses Feld soll ja auch was drauf. Wir beenden das hier erst einmal. Und müssen das Feld... Wollen wir es riskieren, so hier rüber zu fahren und die Säcke alle rumzuschieben? Oder wollen wir die Säcke erstmal beiseite räumen? Hier beiseite räumen könnte dauern. Das andere könnte aber auch ziemlich unangenehm sein, wenn wir über die Säcke fahren und dann daran hängen bleiben. Dann könnte das sogar noch länger dauern. Uiuiui. Ja, wir bräuchten Erntehelfer, sag ich doch. Naja, okay. Dann wird es auf jeden Fall schon mal schön gleich, denn wir werden ja den Großteil sogar der Felder verkaufen können gleich. Mehr schaffen wir auf gar keinen Fall in diesem Jahr. Ja, das muss gut geplant sein. Also mir ist das öfter passiert und es kann jetzt auch passieren, dass ich mich vertan habe, dass ich da falsch geraten habe. Ich bin ja nicht so ein Mathe-Professor. Mathematik-Genie, den Nobelpreis in Mathe bekommen hat, wenn es so etwas überhaupt gibt. Aber warum nicht? Ja, also mir ist das auf jeden Fall schon passiert, dass mir Sachen vor den Augen verdorben sind auf dem Feld. Das ist dann sehr schade. So, ich denke, wir werden außen rumfahren sowieso und dann können wir vielleicht in der Mitte so ein paar Säcke liegen lassen, damit wir dann auch damit, hoffentlich denken wir da gleich dran, die Sämaschine befüllen können. Hey, nicht schwächeln, ja? Immer schön weit werfen die Säcke hier. Kartoffelweitwurf, Kartoffelsackweitwurf. Ein neuer Sport. Neu wahrscheinlich gar nicht, wahrscheinlich gibt es das wirklich irgendwo. Also noch... Oh, das ist ja noch jede Menge. Och, wofür haben wir das Feld überhaupt gepflügt? Naja, jetzt wissen wir wenigstens, wo wir, wie weit wir gehen können. Das müssten wir uns dann ja auch abstecken. Aber ich denke, wir werden so viele Kartoffeln schon verkaufen können gleich, dass wir genug Geld für Holz und so weiter haben werden. So, ich glaube, das reicht. Hier ist sogar schon irgendwie Unkraut oder was nachgewachsen. Da ist echt Gras schon nachgewachsen. Ich glaube, das mit dem Gras nachwachsen, das ist echt neu. So, mal gucken, ob wir hier was reinbekommen. Mehr. Das ist auch interessant hier, dass jede Maschine
anders bedient wird, ja? Also hier, wie oft passiert mir das, dass ich hier denke, ich müsse hier E drücken, um die Maschine zu befüllen, aber man hat hier immer eine andere Steuerung. Also die sind nicht alle gleich. Im Gegenteil. Jede ist anders. So, sehen fangen wir mal an und dann geht's mal los hier. Und zwar um 14, kurz vor 15 Uhr, also 20 vor, 19 vor, also kurz vor 15 Uhr. Das heißt, es wird im November um 15 Uhr fertig sein. 15 Uhr werden wir ernten können. Das heißt, ja, wir haben 3 Stunden für die Erntezeit. Wenn wir aber dieses Stück machen und dann da drüben das Stück, dann müssen wir natürlich die Maschine auch darüber bringen. Ich glaube aber, wir werden uns noch die eine oder andere Maschine im Winter jetzt kaufen. Ich denke, wenn ich mir das Feld hier so angucke, wir haben ja hier überall Kartoffeln gepflanzt. Wenn wir die alle ernten und verkaufen im Winter, dann müssten wir eigentlich so viel haben, dass wir uns noch einen zweiten und sogar einen dritten Roder noch kaufen können oder eine Sämaschine. Ah, ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Dann brauchen wir natürlich auch noch ein weiteres Pferd, das dann auch irgendwo schon mal vorbereitet sein kann, vorgespannt. Ja, mal sehen. Es soll ja auch schön gemütlich bleiben und romantisch. Wir wollen ja jetzt hier nicht in Massenproduktion gehen. Obwohl irgendwo, was ist das denn anderes als Massenproduktion? Das, was wir hier machen, das ist doch schon ziemlich viel. Ja, und wir nutzen die Zeit richtig. Wir nutzen richtig die Zeit, also sonst hätte ich mich das nicht getraut, hier nochmal zu ernten. Nochmal zu säen in diesem Jahr, so kurz vorm Ende. Gute Planung ist doch alles. Ich denke, na okay, das mit den Pferden, das mag ich eigentlich. Ich möchte das so lange wie geht eigentlich beibehalten, aber ich denke schon, dass wir vielleicht im nächsten Jahr schon mit dem Traktor hier auch arbeiten werden. Da müssen wir sehen. Also für den Traktor brauchen wir dann natürlich auch Kraftstoff. Der muss dann ja auch irgendwie rangeschafft werden. Sehen, wie gesagt. Also mehr als, ich weiß gar nicht, ob wir von der Zeit her, okay, noch sehr viel mehr schaffen. Kommt 12 noch? Okay. 210. Ach, das wird zu viel. Da können wir uns nicht mehr bewegen. Okay, dann laufen wir lieber zweimal. Das geht schneller. Das da rein. 80. Das da rein. Oh, das ist schön. 250 nochmal. Und einmal noch 250. Prima. Also wenigstens für den Abtransport, so sehen, einschalten. Wenigstens für den Abtransport wäre es ja gut, wenn wir einen größeren Wagen hätten. Ja, und der nächstgrößte Wagen, der lässt sich dann nicht mal mit Pferden ziehen. Da brauchen wir dann wenigstens dafür schon mal den Traktor. Jetzt mache ich mir doch schon Gedanken über den Volt 123.
123. Ach ja. Ja gut, als das gut lief zu der Zeit, als es rauskam und dann so beliebt war, wobei ich sagen muss, dass es zwischendurch immer mal wieder beliebt gewesen, die Serie. Aber so zur Anfangszeit hatten wir ja noch viel mehr. Da hatten wir auch auf Facebook noch eine Gruppe, in der man da mitmachen konnte. Oder kann immer noch, glaube ich, aber da ist nichts los jetzt mehr. Da war auch ein bisschen was mehr los. Aber gut, das Ganze ist dem Zeitfaktor dann geschuldet irgendwann. Und dann ist der auch auf dem YouTube-Kanal immer mehr dazugekommen. Und dann kann man das natürlich irgendwann zeitlich alles gar nicht mehr bewältigen. Wenn es Selbstläufer sind, okay. Aber alleine schon jetzt der Conan Exile Surfer, das zeitlich noch alles hinzubekommen, das ist ja schon schwierig. Und da habe ich ja auch schon gesagt, dass ich in diesem Jahr dann die Administration abgebe. Und das habe ich dann ja auch gemacht, halbwegs. Also wir haben da jetzt andere Administratoren, die sich darum kümmern. Hoffentlich. Aber davon ab und zu lasse ich mich da natürlich auch noch blicken und gucke, ob da alles noch läuft. Ja, das kostet eben alles Zeit und ich kann mich da leider dann auch nicht noch mehr teilen. Ich bin da schon richtig angespannt, was die Sache angeht. Und in diesem Jahr musste ich ja sowieso etwas kürzer treten. Weil ich da ja noch das oft benannte große Projekt habe, das ich dabei bin zu bewältigen. Oh, oh, oh. Ja, es ist schlecht hier mit den Säcken. Kick den mal zur Seite hier so ein bisschen. Oh nein. Ah, es gibt ja gleich wieder was hier, oder? Ja, ziehst du ein bisschen vor dir her, ist auch gut. Oh, noch einer. Schaffen wir noch einen? Noch einen vorne weg herzuschieben, ziehen, wie auch immer, drücken, ziehen, glaube ich. Ah, schieben. Ja, schieben. Schieben passt. Oh Mann. Siebzehn, zwölf, acht und leer. Schnell das Aufsammeln hier. Die Kartoffeln da unten auch. Mach das auf, öffne. Nimm das mit und füg es hier ein. Halt. Mal überlegen erst, was mache ich hier, sonst spanne ich nachher das Pferd aus. Dass wir die Chance dann natürlich sofort nutzen und abhauen wahrscheinlich. Und das ist mir auch schon passiert, dass ein Pferd hier einfach nicht mehr arbeiten wollte, weil es dann Hunger hatte oder sowas. Oh gut, weiter geht's. Sehen, einschalten. Und los. Was sagt die Zeit? 15:07 Uhr. Boah, wenn wir drüben das Feld auch noch ernten. Boah, da bin ich ja mal gespannt, wie da die Kartoffelpreise sind im Moment. Was wir da dann rausbekommen. Aber ich nehme mal an, so. Boah, alleine das große Feld da schon. Dann hier den Rest noch hiervon. Wie lange können wir denn jetzt aussäen überhaupt? Bis wie viel Uhr riskieren wir es? Also, zum Roden müssen wir ja schon so 3 Stunden einplanen. Also mehr als 15 Uhr würde ich jetzt gar nicht machen, vielleicht. Das wäre vielleicht dann wirklich schon 3 Stunden.
Ihr seht, das dauert alles, also. Lieber verkaufen und im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr etwas mehr machen. Den Keller auf jeden Fall. Fertig bauen nochmal 15.000. Kostet der Ausbau nochmal. Und dann den Keller voll machen mit Kartoffeln. Gleich mit Saatkartoffeln fürs nächste Frühjahr. Sollen wir bis 16 Uhr machen und dann. Und dann die Werkzeuge fallen lassen um 16 Uhr. Das ist auch nicht mehr viel. Ich denke aber schon, ja, bis 16 Uhr können wir noch machen. Das heißt, wir können da bestimmt noch einmal die Runde drehen. Sind wir schon voll. Kasimir weigert sich mehr zu schleppen. Wie lange der arme Mann ohne Trinken durchhält. Ja, der hat gerade getrunken. Also unser Kasimir hier hält noch durch. Gottfried, anders sieht's bei uns aus. Ich müsste auch mal. Ich mach mal hier auf Pause, damit die Zeit nicht weiterläuft. Ich darf das auch nicht vergessen. So, mit Dehydrieren ist nicht zu spaßen. Okay. Einmal voll gemacht. Hoffentlich finden wir jetzt das Stück überhaupt, auf dem wir da. Also das Stück, das wir gepflügt haben. Aber das kann ja nicht weit sein. Das wird ja nicht weggerannt sein, das Stück. Na, wir hatten hier eigentlich. Das ist die Gier. Das muss jetzt echt nicht sein. Wie viel ich trinke im echten Leben so pro Tag, fragst du, Gottfried? 3 Liter wenigstens? Wasser? Also 3 Liter wenigstens. Und ja, zum Feierabend dann meistens nochmal so einen halben oder 1 Liter Bier. Meistens schlafe ich dann aber ein. In letzter Zeit habe ich so viel zu tun, dass da die Tage echt immer super kurz sind. Und ich dann immer ganz schön müde zum Feierabend bin, das dann gar nicht mehr so richtig schaffe, mir noch gemütlich ein paar Biere zu zischen. Also 1-2 Bierchen, das ist schon ordentlich, wenn ich das abends noch schaffe. Also sind's dann schon 3,5 bis 4 Liter so. Ich denke, ja, es kommt auch so ein bisschen dann auf die Arbeit drauf an, die man macht. Wenn man jetzt viel Sport macht, dann sollte man mit Sicherheit mehr trinken. Und ich glaube auch so mit der Statur hat das vielleicht auch nochmal was zu tun. Wenn man so etwas länger gewachsen ist, so wie ich 1,93, dann kann man da auch, glaube ich, schon etwas mehr trinken. Aber so im Maß, so 3 Liter sind, glaube ich, so im Allgemeinen schon nicht falsch, wenn man das so am Tag trinkt. Wie ist das bei dir denn? Wie viel trinkst du denn so am Tag? Also ich trinke auch vor allem Wasser. So süße Sachen trinke ich seltener eher. Es gibt so Tage, da bin ich mal so auf dem Geschmack und ich bin jemand, der behauptet, der Körper sagt einem schon, wenn er was braucht. Ja, und es gibt so Tage, da habe ich einfach mal so Lust auf irgendwie was Süßes. Dann trinke ich auch schon mal. Oh, was habe ich hier eigentlich? Dr. Pepper eher weniger. Das ist mehr so zum Aufnehmen. Koffein trinke ich sehr selten.
Ja, irgendwie vom Pizzamann. Da gibt's schon mal, wenn man so ein Menü bestellt oder so, dann gibt es da schon mal so einen Orangensaft oder sowas dazu. Oder hier, wie heißt das? Dulac oder so? Aber es ist auch sehr, sehr selten, dass ich das mal trinke. Dann schon eher mal so eine Vitamintablette für den Geschmack. Nicht wegen den Vitaminen, echt mehr so wegen des Geschmacks. Oh mein Gott, da müssen wir gleich so weit rennen. Oh, wie machen wir das denn jetzt? Wir sind ja gleich durch. Oh, hauaha. Ich renne nicht mit dem Pferd dahin. Das müssen wir jetzt anders machen. Wow. Na, eine halbe Stunde noch. Moment mal, wo ist unser Fahrrad? Okay. Alles klar, der Kasten kommt hier erstmal raus. Brauchen wir erstmal nicht. Boah, ich hoffe, die sind auch alle voll. Ja, gut. Uludag, ja genau. Ist ein witziges Getränk, sagst du. Ja, ich mag das auch. Ich trinke das schon mal ganz gerne. Aber ich glaube, das ist auch total süß, das Getränk. Ich glaube, da ist total viel Zucker drin. So fühlt es sich zumindest an, aber okay, ich trinke es ganz gerne mal. Oh nein, nicht obendrauf. Wie kriegen, wenn wir das ordentlich stapeln, kriegen wir vier drauf eigentlich. Ja komm, wenn wir jetzt so lange brauchen dafür. Ja, das ist drauf. Okay, den nehmen wir auch mit. Na komm schon. Der ist nicht richtig drauf. Ach komm schon. Muss man ordentlich machen, dann passen vier Stück drauf. Meine ich zumindest. Will nicht, ja, dann stopfen wir uns in die Taschen nochmal voll hier. Oh, hoffentlich kommen wir so noch vom Fleck, wenn wir da auf dem Fahrrad sitzen. Versinkt das Fahrrad doch sofort im Boden. Doch, schaffen wir noch, schaffen wir. Gut, 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 gut. Schwer abzuschätzen, wo wir stehen bleiben, ja. So weit sind wir gekommen, ja. Ich denke, wenn wir hier dann da rumfahren und hier wieder zurück, dann werden wir wieder ungefähr am Fahrrad stehen, wenn wir es hier stehen lassen. Und wenn nicht, so ein Fahrrad hat Räder, das kann rollen, also. Ich hoffe, dass wir das dann. Ach, das wird sowieso leer sein gleich. Ach, ich glaube, das war's auch. Sehr viel mehr schaffen wir gar nicht. Ah, oh, dann kommen wir gar nicht auf das andere Feld. Wofür haben wir das gepflügt? Ja, da hatte ich nicht dran gedacht. Anfang des Jahres. Am Anfang des Jahres. Da können wir pflügen wie die Weltmeister. Da können wir erstmal den ersten Monat wahrscheinlich nur alle Felder hier bestellen. Pflügen, meine ich. Dann im zweiten Monat alles aussehen. Leider kann man im Winter nicht pflügen. So, weiter geht's. Säen. So, los. Ja, da geht's los. Ja, das wird ja dann doch knapp. Aber wie gesagt, wir müssen sowieso gleich aufhören. Also es kann natürlich auch sein, dass irgendwie erst nachts um 12 Uhr oder so die Ernte verdirbt auf dem Feld. Oder im Dezember erst. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, 6 Uhr ist Zapfenstreich. Da geht nichts mehr. 6 Uhr abends, da werden die
die Ohren dann umgestellt, wahrscheinlich auf Winterzeit, und dann verdirbt uns das Zeug hier auf dem Feld. Mann. Das Ganze einsammeln. Wir brauchen jetzt schon einen größeren Wagen. Das geht jetzt schon gar nicht. Mit zwei Kutschen können wir da gleich losfahren. Ja, beide Pferde anspannen. Ich überlege mir das. Aber ergibt ja auch nicht so viel Sinn. Wir können ja immer nur mit einem Pferd zum Großhandel fahren und das da verkaufen. Natürlich. Und das Trinken nicht vergessen, immer noch. Ja. Kleine Runde, große Runde. Na, egal, die große Runde können wir nehmen hier. Außenrum. Das ist einfach die Gier. Ja, das müsste jetzt echt nicht sein. Normalerweise sollten wir ganz gemütlich jetzt roten und sagen, das reicht für dieses Jahr, was wir da so eingenommen haben. Aber nein, der kriegt den Hals nicht voll, muss ja noch bis zur letzten Stunde das genau ausrechnen und planen. Und dann nachher ist das Geschrei groß, wenn uns das Zeug auf dem Feld verdirbt. Wie viele Spielstunden ich hier habe, fragst du, Gottfried? 100? 200? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ein Blick sagt mehr als 1000 Worte. 271,5. 271 Stunden also. Also noch nicht ganz so viel. Ich hätte jetzt auch gedacht, das wäre schon mehr. Ja komm, vielleicht schaffen wir noch einmal. Wie gesagt, um 16 Uhr können wir einpacken, dann brauchen wir eh nicht weiterzumachen. Ach, 200 hätten wir noch drin gehabt. Na egal. Ja, vielleicht will man das ja auch mal sehen, wie das Zeug verdirbt auf dem Feld. Also dürfen wir ruhig ein bisschen mehr machen. Ich park das Fahrrad mal gleich in die richtige Richtung hier. In Fahrtrichtung. Oh, halt. Ja, wo jetzt? Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Oh, das ist ein voller Sack. Wie gesagt, eigentlich 4 Stück bekommt man da eigentlich drauf. Die können wir so mitnehmen. Oh, das ist nicht ganz voll. Der ist voll. Ach, jetzt haben wir das versucht in seine Hosentasche zu stopfen. Das mag der nicht so viel, mag der da auch nicht mit sich rumtragen. Oh, der ist doch noch voll hier. Aber das soll reichen, mehr geht sowieso nicht. Ah, komm schon. Und mit Anlauf, du schaffst es. Fest. Ah, doch. Er ist fast stecken geblieben. Wo ist das Pferd? Wo ist das Pferd? Da ist das Pferd.
Gottfried, wie es kommt, dass ich noch wach bin. Nun, wir haben die Feiertags-Livestreams seit, ich weiß gar nicht wie lange. Wann war unser erster Livestream? Vor 8 Jahren oder so? Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Vielleicht erst vor 7. Und da hat sich das doch eingebürgert so bei uns, dass wir zu Feiertagen immer Livestreams machen. Also in die Feiertage hinein streamen. Denn ich sag's ja immer, an Feiertagen braucht niemand allein zu sein. Vor allem ich dann auch nicht. Ist nicht ganz uneigennützig. Und von daher streamen wir immer zu Feiertagen. Also zu so besonderen Anlässen. Zur Zeit des Lockdowns oder so, als die C-Virus-Zeit noch in aller Munde war. Oh, das hat sich falsch angehört jetzt, oder? Ja. Ja, da haben wir mehr gestreamt, jeden Tag zu der Zeit. Aber eigentlich immer zu Feiertagen oder, ja, so, ich sag mal, meinen Geburtstag, den sehe ich dann auch als Feiertag an. Da streame ich dann auch gerne, da belohne ich mich dann auch ganz gerne, da hocke ich auch ungern allein zu Hause, also. Und da wird dann auch mal gestreamt oder zu Silvester, Weihnachten, Feiertage. Und ja, wie gesagt, da streamen wir rein und da gucke ich dann auch nicht auf die Uhr. Da machen wir dann auch schon mal länger. Also die Feiertags-Livestreams sind dann schon mal, die können dann schon mal so ein paar Stunden länger dauern, als man vielleicht vermutet oder so. Und was wir da streamen, nun, wir haben angefangen seinerzeit mit Fallout 4. Auf dem Kanal lief, glaube ich, auch gar nichts anderes außer Fallout 4. Okay, das ist jetzt aber auch, wenn wir das jetzt noch draufhauen, dann war es das aber auch. Dann mehr schaffen wir gar nicht. Ja, dann haben wir, glaube ich, danach irgendwann auch mal Skyrim gemacht. Dann haben wir Fallout New Vegas gemacht. Fallout 3, meine ich, hatten wir auch die komplette, also haben wir komplett durchgespielt mit DLCs im Livestream. Ja, da war viel passiert eben zur Lockdown-Zeit. Ja, da haben wir jeden Tag gestreamt. Ich fand das auch wichtig, dass wir da irgendwie auch nicht irgendwie einen Bunkerkoller oder irgendwas kriegen. Ja, dass wir da eben zu Hause hocken, nur ganz alleine. Und da finde ich gerade solche Sachen sind wichtig, dass man da eben dann auch verfügbar ist. Aber ich glaube, das haben auch die meisten, ja, weiß ich nicht, kann man Künstler sagen? Ja, ich sag mal Künstler. Irgendein Wort muss man ja nehmen dafür. Das haben auch, glaube ich, so die meisten Künstler gemacht zur Lockdown-Zeit, dass sie da dann verstärkt auf YouTube-Angebote gebracht haben oder Livestreams oder besonders was auf YouTube gemacht haben. Das ist nicht immer ganz uneigennützig gewesen. Man hat ja auch selber, man ist ja auch selber da irgendwie, hat sich ja selber damit rumgeplagt und vor allem ist es aber wichtig, dass man gerade zu so einer Zeit dann eben, ja, eben das Angebot hat. Dafür macht man das ja. Also nicht für die Lockdown-Zeit macht man das nicht, aber man sollte ja schon dann für die Menschen da sein und umgekehrt auch. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles hätte überstehen sollen, wenn ich die ganze Zeit alleine gewesen wäre zu Hause. Ja, das ginge auch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es anstrengend ist. So, wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Ich werde hier nichts mehr anrühren. Lassen wir stehen, das Ganze. So wie es jetzt hier ist. Planen können wir immer noch, denn das Pferd ist noch nicht hungrig. Etwas abgemagert, aber noch nicht hungrig. Wir werden jetzt gucken, dass wir die Ernte einbringen. Jetzt können wir uns aber, glaube ich, ein bisschen Zeit lassen. Ja, ich würde ganz gerne heute einen Wagen wenigstens noch zum Großhandel bringen. Aber das muss auch nicht sein. Hey, du stehst, Ferrari, du stehst irgendwie falsch. So, dann versuchen wir das nochmal mit einem großen Anlauf hier. Oh mein Gott, Ferrari ist noch nicht so ganz. Ich hoffe, du stehst nicht zu schief. Können wir dich nicht so ein bisschen... Ja, steht zu schief. Ach, weißt du was? Am besten geht's doch, wenn wir dich reiten.
Oh, das könnte doch sogar schon reichen. Ja. So, jetzt wird große Kohle gemacht, fast. Noch nicht ganz. Wir müssen auch noch aufladen gleich. Also nochmal zurück zum Thema. Gottfried, keine Panik, wenn du jetzt müde bist oder so, dann ist das kein Problem. Ich gehe mal davon aus, dass wenn du dann wach wirst nachher, dass wir dann immer noch erreichbar sind und am Streamen sind. Wie gesagt, normalerweise haben die immer Überlänge. Es kann natürlich auch sein, ich kann da jetzt auch nicht die Hand für ins Feuer legen. Also, es kann natürlich auch sein, dass ich dann irgendwann ganz urplötzlich auch müde werde oder irgendwie was anderes passiert. Und dass ich da dann abbrechen muss, das ist dann auch eigentlich aber nicht so geplant. Nun, bei den ersten Feiertags-Livestreams schon besonders, ganz besonders, da ist mir das aufgefallen, dass die Zeit irgendwie anders verläuft, wenn man im Livestream ist und sich mit den Leuten unterhält. Ich weiß noch, die ersten Livestreams vor 7, 8 Jahren oder wann das war. Das war total irre. Also egal zu welcher Zeit, da war total viel los. Ich bin fast gar nicht dazu gekommen, irgendwie Fallout oder was, irgendwas nachzugehen. Da hatten wir Fallout 4, glaube ich, auch mit Modifikationen seiner Zeit. Damit wir im Livestream halt was anderes machen. Ich habe zwischenzeitlich aber auch mal Fallout, die Serie, im Livestream aufgenommen. Und ich habe Fallout 76 auch für die Serie mal zu einem Geburtstagsstream aufgenommen. Da hatte sich das jemand gewünscht. Oh nein, und jetzt fahren wir leer. Ja, das machen wir aber darum. Also Fallout 76 hatte ich mal dann aufgenommen. Halt. Du musst das nicht die ganze Zeit jetzt hier roden, obwohl hier gar nichts ist. Und da hatte ich dann für die, auf YouTube läuft ja auch, die Serie sollte eigentlich noch laufen. Dann komme ich auch gar nicht nach mit der Postproduktion. Sollte eigentlich auch mal wieder was passieren zu Fallout 76. Und ja, da weiß ich, das habe ich ausnahmsweise mal gemacht, dass ich da live gestreamt habe. Und während des Livestreams quasi als Geburtstagsgeschenk für jemanden, die Folgen aufgenommen habe. Wenn ich mich nicht täusche, Zaki, war das für dich damals? Und ja, das war dann soweit okay, das hat Spaß gemacht und wir sind weit gekommen und weitergekommen. In der Postproduktion, muss ich sagen, war das ein ganz schönes Geraffel, dass die Folgen dann so zu schneiden, dass die dann in die Serie gepasst haben und dann auf YouTube veröffentlicht werden konnten. Das werde ich dann so wahrscheinlich nicht nochmal machen. Es sei denn, der Wunsch ist nochmal da. Da bin ich dann schon mal klein zu kriegen. Ja. Genial. Gottfried, du fragst mich, was ich von der Fallout-Fernsehserie halte. Super. Könnte nicht besser sein. Ich habe mir da erstmal gar nicht so viel Hoffnungen gemacht, dass die irgendwie was Besonderes wird oder so. Aber ich muss sagen, ich denke da schon manchmal so an die Uwe Boll-Filme, die viele Leute ja nicht mögen. Ich fand die bis jetzt immer gut. Vielleicht, weil ich da nicht so tief in der Materie vom Spiel drin war. Ich glaube, Doom war, glaube ich, der letzte, den ich von Uwe Boll gesehen habe. Der hat auf jeden Fall auch ganz gerne Computerspiele und so verfilmt. Wie gesagt, Uwe Boll, wenn ich mal auf das Thema komme, dann finden die meisten die Filme nicht so toll. Ich fand die alle gut. Auch die B-Movies, die er noch mit Ittenbach vielleicht mal zusammen gemacht hat oder sowas, fand ich ja großartig. Ich meine, ich mag auch Splatter-Filme und so. So kam ich überhaupt nur auf Uwe Boll. Aber jetzt die Fernsehserie, die ist der Hammer. Das kann ich nicht anders sagen. Also es gibt natürlich Sachen, auf die ich mich schon gefreut hatte, ja. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, Gottfried. Ich weiß nicht, wie weit ich da jetzt spoilern darf. Ich werde nichts inhaltlich spoilern, aber so ein paar Kreaturen hätte ich mir da schon gewünscht. Auf die habe ich gewartet, dass die kommen. Aber das Ende ist ja doch dann ein Cliffhanger. Das hat mir übrigens auch sehr gut gefallen, dass ich bei keiner einzigen Folge das Gefühl hatte, dass das jetzt ein riesen Cliffhanger wäre am Ende. Obwohl, ja klar, das Schöne war jetzt, dass die ganze Staffel auf einmal veröffentlicht wurde. Ja gut,
Mehr als 3 Folgen habe ich leider nicht geschafft. Ich habe da zu der Zeit für den Conan Exile Surfer gestreamt und da war ich dann auch ziemlich kaputt nach dem Stream. Habe dann auch nicht mehr als 3 Folgen geschafft am Abend, aber ja, schön war es, dass ich eben nicht das Gefühl hatte, dass ein großer Cliffhanger da war, außer bei der letzten Folge. Die letzte Folge, was wir da so gesehen haben am Ende, oh, das lässt ja Hoffnung aufblühen für die zweite Staffel. Oh Mann, da dürfen wir uns ja wahrscheinlich dann freuen auf ein bisschen, ja, vielleicht Western-Feeling. Bis auf die letzten 2 Folgen hast du alles gesehen. Ach so, ja, dann verrate ich mal gar nicht so viel von den letzten Folgen. Aber wirst du ja vielleicht schon mitbekommen haben. Ja, die allerletzte Folge fand ich war dann doch ein kleiner Cliffhanger, obwohl eigentlich auch nicht. Denn eigentlich war es ja so gesehen schon halbwegs abgeschlossen. Also es war nicht so, dass man jetzt gesagt hat, das muss ich unbedingt jetzt. Ach, jetzt haben sie mittendrin aufgehört, wie das so bei Cliffhängern so oft ist. Naja, so würde ich gar nicht mal sagen. Man freut sich halt schon und man hat so ein eine Voridee, wie es weitergehen könnte. Muss es aber ja gar nicht. Denn es kann ja auch sein, dass eine ganz andere Geschichte erzählt wird. Das ist ja auch nochmal das Interessante, dass in der Serie ja immer erstmal die Charaktere jetzt in der ersten Staffel vorgestellt wurden. Und da kann es ja in der zweiten Staffel mit weitergehen, dass sie in der zweiten Staffel gar nicht sagen, wir schließen jetzt unbedingt an der ersten an, sondern wir stellen einfach mal einen anderen Vault vor, weil wir die Charaktere dann vielleicht später in der dritten oder vierten Staffel dann für etwas anderes brauchen, weil die Charaktere dann schon bekannt sein müssen. Könnte ja auch sein. Also ich bin auf jeden Fall begeistert davon. Und wie hat sie dir gefallen, Gottfried? Ich denke auch, also wenn du die Folgen bis auf die letzten, Entschuldigung, bis auf die letzten 2 Folgen gesehen hast, dann denke ich mal, dass die bei dir auch ähnlich gut angekommen sind. Also bis jetzt, oh genau, trinken nicht vergessen. Bis jetzt muss ich sagen, alle, die ich kenne, mit denen ich gesprochen habe, die waren alle begeistert. Selbst Leute, die jetzt Fallout gar nicht so kannten. Aber auch zu Recht. Also ich finde, das ist schon Kunst auf höherem Niveau, finde ich. Ja, das ist schon richtig genial, das dann als Fernsehserie umzusetzen und das dann so nah an die, ja, an die Titel heranzuholen, an die Lore, also sich so gut, ja, dass das so gut passt zu der Lore auch. Das finde ich spitze. Und es wird ja gemunkelt, dass viel von dem, was wir jetzt in der Fernsehserie man sieht, aber ich glaube, das ist eher ein Gerücht, dass das schon was mit dem fünften Teil zu tun hat, mit Fallout 5, dass da quasi auch so ein bisschen Vorarbeit betrieben wird, was so die Werbung eventuell angeht. Aber das könnte ein Gerücht sein, also da weiß ich nicht so genau. Ich denke mal, dass die Serie so gut geworden ist, das ist auch dem geschuldet, denke ich. Ja, natürlich den guten Filmemachern, aber dann auch, dass Todd Howard selbst irgendwie als Produzent, ich glaube sogar als Executive-Producer irgendwie dabei war. Ich denke, dass er da im letzten Wort, dass er da ganz schön was mitzureden hatte, wie das aussehen soll, wie das kommen soll, wie der Humor sein soll. Das ist ja in Fallout eins, ja, meiner Dinger, die ich und glaube ich ganz, ganz viele andere auch so super finden an Fallout, diesen einzigartigen, üblen Humor. Man kann ja gar nicht mal sagen schwarzer, ja doch, ist schon schwarzer Humor. Also Teddys habe ich jetzt irgendwie gar nicht so groß gesehen. Die kennt man ja aus der Fallout-Serie auf jeden Fall von den Titeln, dass die überall immer irgendwelchen
Quatsch machen. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kann ich mir vorstellen, wird man auch noch irgendwie mal sehen, dass das irgendwie, kann ich mir auch vorstellen, dass die in der Serie daraus auch noch irgendwie einen Scherz machen. Vielleicht, dass ja, Teddys da irgendwie besonders arrangiert werden, dass sie da eben dann auch diese lustigen Bilder haben. Oder vielleicht brauchen sie ja eigentlich nur die Bilder mal zu zeigen irgendwie. Vorspann, Abspann, sowas würde ja schon reichen. Ja, ansonsten muss ich sagen, als die Flagge, da weiß ich, das muss glaube ich in der, also die müsstest du noch gesehen haben, die Folge, als in der, als die Flagge der ANK gezeigt wurde und dann diese typische Fallout-Musik kam, also Gänsehaut-Moment, auf jeden Fall zwischendurch auch öfter. Und dann natürlich, dass wir dann nochmal zweimal den Spruch auch bekommen haben mit Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Ja, auch Wahnsinn. Geniales Feeling. Senken. Ja, du fandst die Protagonistin manchmal sehr naiv, ja, ja. Die ist halt aus dem Vault, die hat nicht viel mitbekommen von oben, ja, aber so gerade auch am Anfang, das mit dem Mann, ja, das war schon irgendwie merkwürdig. Wenn ich mir so aber vorstelle, dass man da so aufgewachsen ist, so 200 Jahre über Generationen, also schon die, was weiß ich, wie vielte Generation, da die vierte Generation oder was ist, und dann hat man das von den Eltern alles schon so mitbekommen und kennt das alles nur aus Erzählen, dann ja klar. Aber ich glaube auch, ja, manchmal hätte ich schon gedacht, man würde sich vielleicht draußen doch ein bisschen schneller anpassen können, aber sie war auch sehr vertrauenswürdig, ja, naiv, sagst du, genau, ja, die war halt, hat erstmal den Leuten ganz schön vertraut, Alter. Aber auch mit den Ghoulen, das haben sie super hinbekommen. Ja, das wird, da wird ja noch was kommen. Also ich denke mal, die nächsten Staffeln, die da kommen zu der Serie, ich kann mir irgendwie nicht denken, dass sich da was verschlechtern wird. Es wird, glaube ich, jetzt drauf aufbauen und immer stärker werden, denke ich, die Serie. Ist eigentlich schon raus, wann es weitergeht damit? Wir können es kaum erwarten. Macht mal schneller. Obwohl ich sage mal, lasst euch lieber Zeit und dann gut Ding will Weile haben, ja, also lasst euch lieber Zeit und macht was Vernünftiges, als das jetzt übers Knie zu brechen und dann geht dann nachher nichts draus. Oh mein Gott. Das hier vorne etwa schon auf? Ja, ist doch prima. Umso schneller kommen wir aufs nächste Feld. Kartoffeln satt. Ja, das gibt ein Kartoffelfest heute Abend. Wie spät ist das eigentlich? Wie gesagt, ich würde ganz gerne noch einen Wagen wenigstens verkaufen wollen. Ja, ansonsten hätten wir da noch genug Zeit. Wir müssen auch nicht alles heute roden, ernten. Das können wir auch noch am nächsten Tag machen. Wir haben ja Zeit. Aber ich denke, was wir haben, das haben wir. Zack, aufladen. Das wird eh noch dauern. Ja, Gottfried, du fandest die Szene mit den Ghoulen so im Super-Duper-Markt naiv, ja, als sie die rausgelassen haben. Ja, ich dachte auch so, oh mein Gott. Du sagst es, schreibst du. Ja, echt schade, dass sie den Mr. Handy nicht mitgenommen hat, schreibst du, ja. Achso, und dass sie mit dem Ghoul dann gemeinsame Sache gemacht hat. Ja, ich denke, das wird vielleicht da noch kommen.
Mich wundert die Charakter, mich wundert so ein bisschen diese Charakteränderung des Ghouls. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Wie er sich so in den 200 Jahren verändert hat, das hat mich ein bisschen gewundert. Wobei, ja nun, der hat ganz schön Mist erlebt. Also, Trotzdem hätte ich vermutet, dass da ein bisschen mehr von ihm drin geblieben wäre. Also als Schauspieler war der ja ein liebevoller, sehr fürsorglicher Mensch und ein echt klasse Vorbild, Vater, und hatte seine Prinzipien, hat sich auch nicht kaufen lassen und so, und war schon übertrieben kitschig, genial, netter Charakter, ja? Irgendwie. Ich denke, den hätte man nicht mal für Marlboro-Werbung irgendwie anheuern können. Obwohl er ja eigentlich genau in die Rolle gepasst hätte als Marlboro-Man. Wie haben wir denn jetzt... Okay, ich muss einmal hier gucken, weil ich glaube, hier haben wir alles geerntet, oder? Soweit. Und dann, was dann aus ihm geworden ist, innerhalb von 200 Jahren, ja, na gut, was ist mit dem... Die haben den... Der war ja sogar... Die haben den ja sogar mehrfach beerdigt oder irgendwas. Sicher. Wahrscheinlich hat er auch richtig gekämpft. Was hat er gerade gesagt? Was hat unser Kasimir gerade gesagt? Gekämpft und... Naja, ist ja auch dem Wahnsinn irgendwo gegangen, ja? Viele Ghule erliegen ja auch dem Wahnsinn und werden wild. Aber trotzdem, die Charakteränderung ist schon extrem gewesen bei ihm. Ja, 200 Jahre und dann nur Gewalt, nur Theater und nur sehen, wie alle sterben um ihn herum. Also schon ganz, ganz heftig. Ach, da bekomme ich, wenn ich so drüber nachdenke, bekomme ich richtig Lust, die schon wieder mir anzugucken. Obwohl das jetzt gar nicht so lange her ist, dass ich mir die Serie angeguckt habe, aber... Naja, mal sehen. Vielleicht nächste Woche gucke ich da nochmal rein. Ich gucke mir immer gute Sachen, gucke ich mir sehr gerne öfter an. Dann beim zweiten Mal gucken, da sieht man, dann achtet man nochmal auf andere Feinheiten, auf andere Sachen. Und da entdeckt man dann immer nochmal sehr viel mehr. Und gute Filme sind auch so, dass man sich die selbst beim 10. Mal angucken, dass man da immer wieder was Neues entdeckt. Also so ist das bei mir zumindest. Ich glaube aber, da müsste man lügen, wenn man behaupten würde, ich gucke mir nur einmal einen Film an und dann nie wieder, weil da sehe ich dann schon alles. Ja, ich glaube, so Kleinigkeiten sieht man dann doch erst beim zweiten, dritten Mal sehen. Oder vielleicht versteht man manche Filme auch erst später, wenn man sie öfter gesehen hat. Ich sag nur Matrix. Ja. Ja, Matrix ist doch ein gutes Beispiel, oder? Wer hat den beim ersten Mal gucken schon verstanden? Ja, vielleicht jemand, der die Bücher gelesen hat, oder... Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht gibt es jemanden, der das sofort verstanden hat. Und rette mich vor dem Bösen, hat er gesagt. Ah, okay, dann hat er gerade nur gespeichert. Das sagt er immer, wenn gespeichert wird. Und wir haben noch ein Feld. Wir haben noch ein Feld, das wir ernten dürfen. Ja, das wird ja ein Spaß, das dann alles aufzuladen nachher. Nee, ich glaube, fürs nächste Jahr brauchen wir schon den Traktor. Das alles mit Pferden zu bewältigen, oh Mann. Interstellar habe ich mir gestern angeguckt. Oder heute Morgen vielmehr, vorm Schlafen gehen. Das wäre ja auch nochmal so ein Kandidat. Da weiß ich auch nicht, ob man den auf Anhieb versteht, wenn man den zum ersten Mal guckt. So gerade zum Schluss, das mit dieser Dimension und den in Anführungszeichen Dimensionswesen, wo sich dann ja herausgestellt hat, dass es dann doch irgendwie was anderes damit auf sich hat. Aber ja, oder... Oder was war der andere von Christopher Nolan?
War das mit Brad Pitt? Weiß ich jetzt gar nicht. Das mit diesen Träumen? Interception oder wie hieß der? Ja, da muss ich auch sagen, da habe ich das auch erst mit der Frau auch erst gar nicht verstanden beim ersten Mal gucken. Da war ich erstmal nur so baff von der ganzen Idee und von den Effekten und so. Ja, da ist mir das auch erst später aufgefallen, wie das da überhaupt gemeint war. Oh, vielleicht habe ich auch manchmal eine lange Leitung. Was ja nicht schwer ist, wenn man einen Film gut gefällt, dann schmeckt das Bier natürlich auch und klar, dann ist das bei mir sowieso immer so eine Sache, dann kann ich mir sowieso die richtig guten Filme 3-4 Mal angucken, weil es dann am Ende sowieso alles neu ist. Meistens schlafe ich dann sowieso ein. Dann, hä? An das Ende kann ich mich gar nicht erinnern. So, ich dachte, der Film wäre schon irgendwie früher zu Ende gewesen. Ah, da kommt ja noch was. Avatar 2? Hm, nicht schlecht. Aber bei Avatar hätte ich jetzt auch gedacht, dass da einmal im Jahr ein neuer Film kommt. Jetzt war das nicht mal irgendwann so kommuniziert? Wahrscheinlich nicht, durch die ganze C-Virus-Sache ist doch sowieso alles schrubbelig geworden da draußen. Weiß doch keiner mehr so richtig, was jetzt läuft. Alles ein bisschen kaputt gegangen so. Gerade was so die Unterhaltungsindustrie angeht, da ist ja... Ach Gott... Inception war auch ein super Film. Wurde mittlerweile einmal zu oft verwurstet, sagst du. Ach ja, habe ich gar nicht mitbekommen. Dass da noch mehr passiert, ist ja Koma. Ist, glaube ich, ein russischer Film oder so, wenn ich mich recht erinnere. Der ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, der hat mich irgendwie noch daran erinnert. Ansonsten... wüsste ich jetzt gar keinen Film, der dazu noch groß passen würde. Ja, auch nur so halbwegs. Also Koma war schon jetzt nicht irgendwie nachgemacht oder so, war schon eigener Film, aber da ging es halt auch so ein bisschen um diese Traumwelten oder sowas. Ja, und russische Filme sind auch ganz schön überraschend gut, muss ich sagen. Also die haben eigentlich auch eine richtig gute, was heißt eigentlich, ja, die haben eine richtig gute Filmindustrie, was so, finde ich, was so gerade Fantasy und sowas angeht. Aber klar, so, das sind so auch die Filme, auf die ich stehe. Fantasy, Science Fiction, Krimi, ja, da hört schon so ein bisschen auf. Komödien, noch ganz gut, da weiß ich nicht, ob die da so gut sind. Ja, Komödien ist sowieso immer schwer. Jetzt, da Jim Carrey ja keine Filme mehr dreht. Oh nein. Er ist, glaube ich, in den Kunsthandel oder sowas gegangen jetzt. Wenn ich da richtig gelesen habe. Obwohl, ja. Wir haben immer noch Seth Rogen. Macht auch gute Filme. Ist auch immer lustig, finde ich. So, mein Humor ist das auf jeden Fall. Jonah Hill vielleicht, naja, der kann auch andere Rollen spielen. Ja, Seth Rogen kann auch andere Rollen spielen, aber ich mag den lieber so als lustigen Typen. Star Trek, natürlich mag ich Star Trek, Gottfried, ja. Picard war ich total begeistert von. Also das ist mir auch bis jetzt noch nicht passiert, dass ich echt laut jubel während einer Serie, aber ich war so begeistert, so in den letzten Folgen von Picard. Ich weiß nicht mehr, was da passiert ist. Ich glaube, die alte Crew dann endlich zusammen war oder ob Worf zum ersten Mal aufgetaucht ist oder so, aber ich war so begeistert. Ich habe echt laut gejubelt, das ist echt selten. Das hätte im Theater hätte es Standing Ovations gegeben, da... hätte man sich auch nicht mehr eingekriegt. Ja, Picard hat mir sehr gut gefallen, ja. Ich hoffe, du magst auch Star Trek. Da gibt's ja auch so schon halb einen Krieg, den ich aber auch nicht mitmache. Ich mag auch Star Wars. Star Wars finde ich auch super. Da finde ich auch Solo, finde ich, richtig gut gelungen, den Film. Ich habe mich auch total gefreut. Erstmal war ich skeptisch so, von wegen anderer Schauspieler und so. Dann habe ich mich aber total gefreut, dass wenigstens die Synchro-Stimme, die scheinbar die Originalstimme war,
Aber wir sind ja erstmal beim Thema Star Trek. Ja, wie stehst du denn zu Star Trek, Gottfried? Also, ich habe Next Generation geliebt. Ich habe Discovery mir angeguckt. Deep Space Nine, glaube ich, da kann ich noch ein bisschen was gucken. Die Filme, auch die Neuverfilmungen, habe ich auch alle gesehen bis jetzt. Finde ich auch gut. Ich finde auch gut, wen sie damit Scotty belegt haben. Simon Pegg ist noch ein sehr witziger Schauspieler, der sehr witzige Rollen spielen kann, den ich auch sehr liebe. Den Schauspieler. Finde ich auch großartig. Und ja, als Scotty hat er das auf jeden Fall super hingekriegt. War ein bisschen selten zu sehen, aber naja, ist ja nicht die Hauptfigur. Scotty ist ja nur so eine Randfigur, eher halbwegs manchmal. Wie auch immer. Simon Pegg, großartig in Star Trek. Ja, ansonsten haben mir die Filme auch alle durchweg gut gefallen. Ich muss sagen, da gibt es vielleicht auch negative Kritiken, die gesagt haben, das ging nicht oder so. Schauspieler, schlechte Wahl oder sowas. Finde ich alles gar nicht. Nö. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich kann da nichts Negatives sagen. Ganz im Gegenteil. Ich mag die Filme. Next Generation, Gottfried, sagst du, liebst du auch? Ja, ich sehe das schon an deinem Profilbild. Da habe ich doch sofort schon die richtige Uniform erkannt. Und ja, klar, ich liebe Data, Geordi und ja, auch die Schiffskanzlerin, Kanzlerin, ja, Diana Troi, finde ich auch super. Und natürlich Worf. Aber Data irgendwie ganz besonders. Aus welchem Grund? Und natürlich Picard. Gar keine Frage. Picard mit seiner feinen diplomatischen Herangehensweise. Boah, ich mag auch die Alten natürlich. Da war ich noch sehr jung, als die mit Captain Kirk liefen. Die alten Folgen kenne ich auch. Und da muss ich sagen, ja, das war so der große Unterschied. Ja? Picard ist so diplomatisch immer rangegangen. Finde ich sehr, sehr schön und auch sehr lehrreich irgendwie, finde ich, ja, wenn es um Diplomatie geht. Man würde gerne manchmal so zivilisiert sein, wie er es ist. Könnte ich, glaube ich, gar nicht in vielen Situationen, in die er geraten ist, Picard. Naja, und Kirk ist irgendwie so das Gegenstück, ne? Wie, da will irgendwer was ja erstmal kaputt machen, erstmal draufhauen, erstmal weg damit, ja? Erstmal so Prügel in jeder Folge. Und bei Picard, wie gesagt, da wurde erstmal sich einen Tee gemacht, einen Earl Grey, und dann erstmal ausdiskutiert. Finde ich richtig gut. Aber Captain Kirk musste auch sein. Das hat ja auch die Anfänge so gezeigt. Und die Menschen waren da ja vielleicht noch nicht so weit wie jetzt bei Picard, der viel später dann aufgetaucht ist und ja, in einer ganz anderen Zeit auch mit ganz anderen Werten an die Sache rangegangen ist und mit einer ganz anderen Ausbildung auch. Ja. Kirk war ja noch, da war ja alles wirklich noch ganz neu. Also, Picard war auch neu, was sie da entdeckt haben, aber die Sternflotte und so, das kannten die alles noch. Kannten die schon, meine ich. Ja, Next Generation und Voyager schreibst du auf jeden Fall. Ah, oh, okay. Mehr als meine Freundin. Oha, lass das deine Freundin nicht hören. Ach so, ah, ich verstehe. Nee, das kann man auch anders verstehen, was du jetzt geschrieben hast. Also, du liebst Star Trek mehr als deine Freundin. Also deine Freundin, jetzt verstehe ich. Deine Freundin liebt auch Star Trek, aber du liebst es noch mehr. Okay, ja. Habe ich das hoffentlich jetzt entschärfen können, das Ganze. Und habe ich das hoffentlich richtig verstanden jetzt. Aber Picard ist schon großartig, ja. Das ist schön, dass uns da auch nochmal so ein Abschluss gegeben wurde. Boah, was heißt Abschluss? Nochmal die Serie Picard, dass er da nochmal in die Rolle geschlüpft ist. Und ja, also da muss ich auch nochmal wieder reingucken. Ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich das geguckt habe. Ich fand, die Picard-Staffeln sind von Folge zu Folge, von Staffel zu Staffel einfach besser geworden. Erstmal musste man auch so ein bisschen reinkommen. Ich fand die ersten Teile vielleicht ein bisschen zäh.
Aber ja klar, es ging ja nicht sofort weiter auf dem Schiff, sondern das musste erstmal sich alles wiederfinden, überhaupt zusammenfinden. Aber was dann zum Schluss passiert ist, wow. So in der letzten Staffel, sage ich mal. Wie gesagt, das ist echt. Ich wüsste gar nicht, dass mir das überhaupt schon irgendwann mal passiert ist, dass ich laut gejubelt hätte bei einem Film oder bei einer Serie. Das ist echt selten. So eine Begeisterung. Ja, in letzter Zeit bin ich sowieso sehr begeisterungsfähig. Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich bin etwas dankbarer vielleicht allem gegenüber, was man so in der Welt hat, bekommt. Das ist aber auch schön. Ui, trinken nicht vergessen. So, ich mache hier nochmal einen Zeitstopp. Oh. Wenn wir was haben, natürlich. Und Gottfried, du bist zu müde, sagst du. Ja, das ist gut. Dann kannst du hoffentlich gut schlafen. Ich wünsche dir einen erholsamen Schlaf. Schöne Träume. Hat mich gefreut, dass du da bist. Gottfried Wegemüller auf YouTube. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn du wach wirst, dass wir dann immer noch hier am Ernten oder was auch immer unser Kasimir dann macht, sind. Wir werden auf jeden Fall noch da sein. Also wenn du später noch mal reingucken magst, so. Gerne, gerne. Ich freue mich auf jeden Fall. Und dann wünsche ich dir und deiner Freundin einen schönen Schlaf noch. Macht's gut. Mach es gut. Bis später. Tschüss, Gottfried. Ja, und einen schönen Feiertag natürlich. Das kam jetzt ein bisschen spät, aber natürlich einen schönen Feiertag. Wir streamen ja immer feiertags, vor allem. Na, für die drei, vier Pflanzen werde ich hier mit dem Roder nicht nochmal rauffahren. Die rupfen wir nachher so raus. Ja, und wie schon gesagt, wir werden den größeren Wagen brauchen. Oh, das sieht doch sehr gut aus. Wenn die mal alle voll wären, die Säcke. Oh nein, ich habe Säcke gesagt. Piep, für YouTube. Ja, so ein paar Pflanzen. Die können wir mit der Hand herausziehen. Ja, Star Trek. Ach Gottchen. Da würde ich auch sehr gerne mal. Da wird mir öfter Werbung gezeigt zu dem Starfleet Command oder wie heißt das Spiel? Ja, ich habe schon mal angeklickt und wollte schon installieren, aber es läuft schon so viel auf unserem Kanal. Ich habe doch keine Zeit. Ich werde wahrscheinlich keine Zeit dafür haben, noch mehr Folgen zu produzieren. Das ist dann der Nachteil. Manchmal, wenn man YouTube macht, da denkt man natürlich als Zuseher immer, man ist die ganze Zeit nur am Zocken, aber das ist der Schein trügt. Also das kann man gar nicht. Das geht gar nicht. Denn die Postproduktion braucht die meiste Zeit. Das nachher. Jetzt so als Livestreamer, da ist es was anderes vielleicht, aber das könnte ich nicht. Das habe ich während des Lockdowns ja gesehen. Das kann ich nicht. Morgens, jeden Tag, von morgens bis abends streamen, ja. Aber nicht unbedingt dann jeden Tag Computerspiele, Videospiele. Das schaffe ich nicht. Das kann ich nicht. Das ist zu viel. Na gut, aber so zu Feiertagen auf jeden Fall. Und ja, sonst nehme ich auch meistens am Wochenende auf. Und wochentagsüber mache ich dann auch andere Sachen, vielleicht mal Aufträge auch erledigen oder eben für Kunden irgendwas. Ansonsten Postproduktion, Bildbearbeitung und so weiter. Aber der Schein trügt, wenn man da denkt, dass man da die ganze Zeit nur am Zocken ist. Aber klar. Der Schein soll aber wahrscheinlich auch trügen, denn na klar, man sieht eben nur, dass man da am Zocken ist. Das könnte das Gleiche sein, wie man ruft vielleicht irgendeinen
Bekannten, Verwandten an. Immer zu Feiertagen telefoniert man mit ihm, immer zum Geburtstag. Und dann seit Jahren schon ist er immer am Feiern. So, zum Geburtstag, immer wenn wir mit ihm reden, ist er betrunken. Und schon geht man davon aus, der ist nur am Saufen. Obwohl es ja eigentlich dann dem Tag geschuldet ist. Ja, also vielleicht trinkt er das ganze Jahr über nicht. Aber man hat dann so eben den Eindruck. Und ja, so ist es ja bei YouTube dann auch. Ne? Man sieht eigentlich dann nur, dass da die ganze Zeit gezockt wird. Klar, dass man dann irgendwie denkt, dass da jemand nur am Zocken ist. Aber schon die Logik sagt ja schon, wenn man das sieht, den Aufwand sieht von YouTube. Das Hochladen dauert, das Postproduzieren, wie gesagt, ist immer ein ganz großes Thema bei mir. Weil ich mir eben auch sehr viel Mühe dabei gebe. Wenn ich das jetzt so Larifari alles machen würde, also zum Beispiel nur mit einem Thumbnail oder die automatisch irgendwie laufen lassen würde, von YouTube geht ja auch. Aber das ist eben, naja, ich möchte da schon ein bisschen einen anderen Standard erfüllen und ja, das ist es mir wert. Ich gebe mir da so eine Mühe und dann soll da nicht irgendwie so ein Larifari-Thumbnail drin sein oder... Auch die anderen Sachen, so die Videobeschreibung, das machen ja heute die wenigsten noch. Ich will jetzt nicht so groß rumkotzen und, Entschuldigung, ich will jetzt nicht so große Töne spucken, aber das machen ja heute wirklich die wenigsten noch, dass sie sich da so eine Mühe geben mit den Überschriften und den Videobeschreibungen auch. Ganz oft steht da, wenn überhaupt, noch irgendwie ein Standardtext drin, der unter jeder Folge dann steht. Ist ja auch okay. Reicht ja auch. Wer liest sich schon die Videobeschreibung durch jedes Mal? Aber für mich ist das eben wichtig und ich habe das, als ich angefangen habe, damit so kennengelernt, da war das noch eher so, dass man auch in die Videobeschreibung da was geschrieben hat und dass man darauf auch geachtet hat, was man da so reinschreibt. Wir versuchen mal hier oben lang zu roden. Ja, da hat man eben auf so etwas geachtet. Ja, auf den Algorithmus auch. Das war ja auch wichtig. Ist ja immer noch wichtig. Sehr wichtig sogar bei YouTube. Sonst, ja, bleibt man unten, wenn man darauf nicht achtet. Und wenn man nicht zufällig eine Nische gefunden hat. Eine besondere. Was ja im Gaming-Bereich schon mal fast gar nicht mehr möglich ist, da eine Nische zu finden auf YouTube. Aber klar, der Algorithmus achtet eben drauf. Und man hat dann eben drauf geachtet, den zu bedienen. Und ich mache das immer noch so. Also in der Videobeschreibung die ersten zwei, was war das? Weiß ich jetzt nicht mehr ganz auswendig, aber ich glaube die ersten 213 Zeichen. Die fließen da irgendwie noch ein mit in den Algorithmus, in die Suche und das, was drunter ist, das ist dann auch relativ egal. Außer seit einigen Jahren gibt es eben dann nochmal die Unterüberschriften. Die Unterüberschriften. Die Hashtags gibt es da nochmal. Die sind da nochmal ganz interessant. Aber auch da kann man den Fehler machen, wenn man da zu viel reinpackt, zu viele Hashtags. Dann wird das schon wieder ignoriert von dem Algorithmus, ja, und das ist schon irgendwo eine Wissenschaft für sich, sage ich mal. Also es steckt mehr hinter, als man immer denkt. Ja, und das kostet dann natürlich Zeit, sich auch erstmal da so schlau zu machen, wie das alles funktioniert. Natürlich, das weiß man dann aber einmal, wenn man es einmal gemacht hat. Wobei, es gibt auch immer Änderungen, es wird auch immer was verbessert und verändert. Und ganz ehrlich, den YouTube-Algorithmus, den kennt keiner so genau, auch wenn es so viele Videos dazu gibt, ja, wie man es richtig machen sollte. Das ist alles mehr oder weniger Quatsch, mehr oder weniger. So, manche Sachen stimmen, aber so richtig kann das keiner sagen, wenn das einer sagen könnte. Das ist ein groß gehütetes Geheimnis natürlich, denn wenn es einer sagen könnte, dann wird man ja sofort den Algorithmus knacken und würde auf jeden Fall immer oben stehen und hätte sofort viel Erfolg auf YouTube. Das, was man sich dann vielleicht sogar auch wünscht, obwohl ich da ja auch der Meinung bin, sowas muss wachsen. Ja, also wenn man jetzt so echt, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn auf einmal... Ja, neben meinen 50.000 Zusehern, die wir hier immer haben im Livestream, wenn da auf einmal dann mit einem Schlag dann
50 Millionen Zuseher wären. 50 Milliarden, so viele Menschen gibt es noch gar nicht. Aber ja, also ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen würde. Ich sag mal, da muss man reinwachsen, ja. Ich habe mir so am Anfang so Videos angeguckt, wie große YouTuber wie Gronkh oder so dann kleinere YouTuber überrascht haben mit einem Raid oder so, die dann in die Livestreams gegangen sind. Ich habe das schon öfter auch in den Let's Plays gesagt, ja. Und das ist vielleicht gut gemeint oder so von den Leuten, ja, aber überlegt mal, wenn da so ein kleiner YouTuber ist oder ein kleiner Streamer ist, der so gerade mal so 10 Zuseher ist schon viel für den hat, ja. Und dann kommt auf einmal ein großer YouTuber, der total natürlich mit allen Wassern gewaschen ist, der sich da auch total auskennt mit allem und weiß, wie er zu reagieren hat, wie er damit umzugehen hat. Und der kommt dann auf einmal und besucht so ein armes Schwein, der da vielleicht gerade sogar Feierabend machen will oder so auch nur ein Stündchen oder so mal streamt am Tag, besucht den, haut da rein mit 70.000 Zusehern auf einmal. Von jetzt auf gleich auf einmal 70.000. Welcher kleine YouTuber ist denn an der Stelle dann nicht auf einmal baff und überfordert? Ja, also da ist doch, irgendwie ist das schon eine Sauerei. Das war, glaube ich, nicht so richtig durchdacht von den Leuten, die das da gemacht haben. Oder vielleicht gut gemeint, aber ich habe mir so gedacht, boah, ey, will ich gar nicht haben, sowas. Vielleicht, ja, doch schon. Na ja, gut, ich gehe vielleicht ein bisschen anders damit um, weil ich denke, ich kenne das so aus dem realen Leben schon, so mit Zuschauern und so, auch aus der Arbeit, aus dem Theater und so. Ich habe das eigentlich immer sehr geliebt, so Publikum und so. Aber wenn ich mir so vorstelle, ja, so als kleiner YouTuber eben, dann vielleicht kennt man das nicht und mag das vielleicht auch nicht so und ist auf jeden Fall auf Anhieb erstmal überfordert, denke ich. Ja, von daher ist das auch irgendwo ein zweischneidiges Schwert, weiß man auch nicht. Aber ich glaube auch, dass sich dann, wenn so etwas gemacht wurde, dass sich die Leute das dann vorher auch angeguckt haben. Die haben ja bestimmt nicht gesagt, so ich gehe jetzt mal auf gut Glück dazu irgendwem. Die haben bestimmt vorher mal 1-2 Tage reingeguckt. Dass es abgesprochen ist, das will ich jetzt gar nicht sagen. Dass es abgesprochen war, nö, glaube ich jetzt auch nicht so dran, aber was sagte der eine so? Der hat gleich unterbrochen, der konnte gar nicht weitermachen. Der war so zittrig. Ja, ich muss mir jetzt erstmal eine rauchen. Gronkh so, wie, was, du rauchst? Nö. Ja, hätte mir auch passieren können, als ich noch geraucht habe. Obwohl, nö. Ja, wie gesagt, ich bin da, glaube ich, so ein bisschen. Ja, ich will nicht arrogant klingen, aber man weiß es nicht. Man weiß es erst, wenn es passiert, so. Ja, was auf jeden Fall fett aussah, und das ist auch nochmal ein Punkt, das waren auch die Spenden, die da dann noch reingekommen sind dadurch, ja. Dass da auf einmal so viele Leute, ich weiß gar nicht, wie viele das waren, womit er Raid gemacht hat, so. Das ist ja auch nochmal ein Punkt. Wenn du da so 10 Zuseher hast, wie willst du das beim Finanzamt dann nachher irgendwie rechtfertigen? Wie willst du dich da nachher dann verhalten, ja? Ich meine, auch da hätte ich jetzt kein Problem, weil ich jetzt seit, weiß ich gar nicht, 2006 oder 2008 oder wann meine Firma habe, die ja auch sowieso noch andere Sachen, da ganz andere Sachen schon angemeldet hat und auch beim Finanzamt irgendwie doch mal schwankende Zahlen hat. Aber ja, wenn du als kleiner YouTuber, vielleicht als kleiner Streamer, vielleicht hat man da noch gar nicht so ein Gewerbe angemeldet. Vielleicht muss man das dann erstmal alles machen. Aber naja, normalerweise, ja, wenn man, nee, das eigentlich nicht. Also laut Gesetz muss man, bevor man anfängt, so etwas zu machen. Anders ist es, wenn man jetzt von vornherein, also ich kenne auch Jolina Hawk zum Beispiel, die müsste das wahrscheinlich gar nicht angeben, weil sie von vornherein sagt, ich mache das so nicht, um Geld zu verdienen. Ich habe gar keine Intention, da irgendwas zu verdienen daran. Ich mache das einfach nur so, zum Spaß, als Hobby. Und wenn man das so macht, dann natürlich nicht. Dann ist das eine Liebhaberei und dann ist das okay. Aber sobald der Gedanke nur da ist, dass man auch nur einen Cent damit verdienen könnte, muss man das vorher anmelden beim Gewerbeamt. So sind die Gesetze in Deutschland. Ob man was verdient oder nicht, oder ob das überhaupt Erfolg hat oder nicht, das muss vorher angemeldet sein und nicht nachher.
Naja, und das ist auch nochmal der Punkt. Der hat da wahrscheinlich dann auf einmal, keine Ahnung, was hat er da, ich habe jetzt nicht das so im Kopf, aber das sah schon aus, als hätte der fette Spenden auf einmal auch reinbekommen. Ja, die Leute haben ihn also richtig überrascht. Der wurde richtig überrascht. Na, wenn er so 2.000, 3.000 Euro Spenden gekriegt hat, wie er da, und das vorher noch nie gemacht hat, und Gronkh hat das auch immer wieder gesagt, ja, denk dran, ne, die Spenden, das musst du dann schon bei der Steuer und so. Aber wenn man das nie gemacht hat, dann ist man da auch erstmal überfordert. Wobei ich sage, das ist eigentlich Quatsch, denn das ist eigentlich Quatsch, ob ich jetzt 2 Euro, die muss ich nämlich auch angeben, oder ob ich jetzt 50.000 Euro oder was angebe. Okay, da wirst du anders versteuert, da kommst du in eine andere Klasse. Da ist schon nichts mehr mit, keine Ahnung, Freibetrag oder so, wenn es sowas überhaupt gibt. Naja, Steuer ist auch nicht so mein Ding, muss ich sagen. Ist eher lästig. Ich weiß auch immer noch nicht, wenn sich jemand auskennt. Ich weiß immer noch nicht. In diesem Jahr habe ich, warum auch immer, ich habe alles so gemacht wie jedes Jahr. Aber ich habe eine fette Steuerrückzahlung bekommen von einem Finanzamt, bei dem ich überhaupt nicht gemeldet bin. Das verstehe ich immer noch nicht. Ich habe so das Geld erstmal zurückbehalten die ersten Monate, weil ich dachte, naja, das ist vielleicht ein Irrtum, die kommen da vielleicht noch, aber bis jetzt kam nichts und jetzt ist so langsam auch kein Geld mehr davon da. So viel war das ja nun auch wieder nicht, aber doch schon mehr als je zuvor. Ja, aber was mich gewundert hat, eben von einem Finanzamt, das überhaupt nicht für mich zuständig ist. So, das hat mich gewundert. Also wenn sich da jemand auskennt, kann er mir das vielleicht mal erklären, warum, weshalb. Ob sich da in diesem Jahr irgendwas geändert hat oder so an den Gesetzen. Aber wenn das jetzt jedes Jahr ist, ja gut, im letzten Jahr habe ich nicht ganz so viel gemacht. Wenn dieses Jahr so weiterläuft, also nicht ganz so viel Geld gemacht, aber wenn das in diesem Jahr so weiterläuft wie bisher, oder im letzten Jahr auch schon, da kommt ja erst noch die Steuererklärung dafür, ja dann werde ich ja eine fette, wenn das echt, wenn ich jetzt immer so viel zurückbezahlt bekomme, ich habe nichts geltend gemacht, ja, also ich könnte ja immer, sollte ich vielleicht auch machen, diese ganzen Ausgaben, die ich habe hier, Software, wenn da neue Titel angeschafft werden oder so, viele Keys kriege ich auch sowieso geschenkt, da weiß ich auch nicht, wie man das versteuern soll, aber viel hole ich dann ja durch die Spenden, da weiß ich auch nicht, wie ich das versteuern sollte, also gebe ich das erst gar nicht an, warum auch, das sind sowieso nur so kleine Beträge, ich will auch nichts wiederhaben, ist für mich ein lästiges Ding und ach, ob ich da was wiederkriege oder nicht, ist mir wurscht. Eigentlich. Ich meine, so fett habe ich es nicht sitzen. Klar, jeder Cent zählt sogar, aber trotzdem habe ich da zu wenig Ahnung. Also ich müsste einen Steuerberater, das wäre eine Sache, ja. Wenn das jetzt jedes Jahr sein sollte, könnte ich mir echt überlegen, einen Steuerberater ranzuholen. Der dann die Steuererklärung da für mich macht und so. Der weiß dann wirklich wahrscheinlich, wenn er Ahnung hat hier von der ganzen Materie, das sollte er ja haben. Der weiß dann vielleicht wirklich, was man da geltend machen kann. Oh ja. Ja, aber das ist ein Mysterium. Obwohl das Geld, wieso ich da so eine Steuerrückerstattungsdings in diesem Jahr bekommen habe. Zum ersten Mal übrigens. Ich habe aber auch nichts gefordert. Das ist das Komische. Ich habe das wie jedes Jahr alles angegeben. Aber was doch, was komisch war, die wollten diesmal zum ersten Mal, wollten sie eine EU, wie heißt das? Einnahmeüberschussrechnung, EUR wollten sie haben. Das wollte das Finanzamt bis jetzt noch nie haben vorher. Ja, okay, vielleicht lag es daran, aber glaube ich nicht. Denn ich habe ja nirgends angegeben, dass ich so viele Ausgaben gehabt hätte, also ist mir echt ein Rätsel, wieso ich da so viel Geld wiederbekommen habe. Wie gesagt, vielleicht kennt sich jemand aus, dann vielleicht haben sich dieses Jahr irgendwie die Gesetze geändert oder so. Mag ja alles sein. Es ist in den letzten Jahren ja sowieso alles ein bisschen anders geworden. Vor 10, 15 Jahren hat man ja die Steuer vielleicht noch so auf dem Papier gemacht. Heute geht es nur noch digital. Das sind ja auch nochmal so Sachen. Soweit ich weiß, geht es nur noch digital. Vielleicht in Ausnahmefällen kann man vielleicht immer noch auf dem Papier, aber ich glaube auch schon nicht mehr. Gibt schon keine Ausnahmefälle mehr.
Ich warte auf den Tag, bis es dann heißt, geht nur noch über Handy-App. Ja, dann bin ich angeschmiert. Viele Sachen gehen ja nur noch über die Handy-App. So. Online-Banking steht kurz davor bei mir. Oh Mann, ja, da werde ich aber ein Problem kriegen. Aber vielleicht ist das jetzt auch nicht der richtige Punkt, hier um über Finanzen zu reden. Zumal ich mich wahrscheinlich da auch schon wieder um Kopf und Kragen geredet habe. So, es soll ja Unterhaltung sein und nicht hier irgendwelche Finanzdebatten oder so. Keine Ahnung. Ja, von daher rede ich jetzt auch mal frei Schnauze. Also das ist jetzt nicht so alles in Stein gemeißelt. Ja, wenn ich da wirklich echte Zahlen angeben wollen würde, müsste ich da in meine Akten gucken. Dann könnte man das vielleicht sagen. Aber was Fakt ist, ist eben, dass ein Finanzamt, das nicht für mich zuständig ist, von dem ich vorher auch noch nicht was, ja, was heißt gehört, habe ich schon was davon, aber wusste ich halt nicht, dass ich von dem Finanzamt ausgerechnet Geld wiederbekommen habe. Oh Freude, die Freude war groß, aber dann auch, wenn es um Finanzamt geht, auch wieder ein bisschen gedrückt, weil ich dachte, na, das kann ja nur ein Fehler sein. Ich dachte erst, ich muss das zahlen. Ja, gerne. Immer her damit. Also im nächsten Jahr habe ich ein bisschen mehr anzumelden. Da sind jetzt schon ein paar mehr Spenden für 2023 reingekommen. Also da bin ich mal gespannt, ob da auch was passiert. Ich glaube, ich habe nicht mal diese für Selbstständige diese Hilfe wegen Corona oder so in Anspruch genommen. Ich bin da eigentlich nicht so. Wenn es geht, dann lasse ich das da mal. Muss ich auch überlegen, das sagte mir auch irgendwie ein Kollege mal, der sowas auch als Beratung teilweise macht. Der meinte auch, ja, ich muss mir überlegen. Sie meinte auch, ich muss mir das überlegen, ob die. So einige Sachen, die beantragt sie gar nicht. Ja, da sagt sie, wenn ich das jetzt beantragen würde, da würde ich mehr Zeit, also die Zeit, die ich da so für den Antrag, das ganze Papiere wälzen und nachweisen und das alles da reinstecke, klar würde ich das Geld dann wiederkriegen und so, aber in der Zeit, was ich da an Klienten dann abledern kann, was ich da so an Klienten bedienen kann, ja, sagt sie, da verdiene ich ja daran viel mehr, also sagt sie, schenkt sie dem Finanzamt da auch vieles. Ja, und so ist das, aber ich glaube davon. Okay. Ich glaube, ich ziehe hier jetzt mal einen Strich. Ich mache hier jetzt mal einen Punkt. Weil ich glaube. Oh, wir brauchen den Wagen. Ich glaube, wir wechseln mal das Pferd. Und dann geht's schon ans Aufladen, liebe Welt da draußen. Ja, ich mache hier mal einen Punkt, weil, wie gesagt, ich kann mich doch um Kopf und Kragen reden. Nachher hört doch mal zu, wie es der Teufel will. Ja, hört doch mal jemand vom Finanzamt zu und dann kommt das vielleicht irgendwie ins falsche Gehör. Aber ja, gut, ich kann ja alles nachweisen. Ja, und was ich hier jetzt so sage, wie ich gerade schon sagte, dient ja alles mehr oder weniger der Unterhaltung. Als dass das jetzt irgendwas fürs Finanzamt Wichtiges wäre oder so. Ja, du kommst mit, du bist nicht hungrig, hast eine Fettheit von 100%, bist trächtig. Ja, damit du nicht einrostest, nehmen wir dich jetzt mal mit. Und da darfst du mal den Wagen ziehen. Nee, Moment mal. Ja, alles gut. Ich dachte schon, der andere Hengst wollte auch mit. Ja, wie machen wir das denn jetzt mit dem Wagen? Sollen wir zwei Wagen voll machen? Also ich glaube, auf diesen passen die Säcke schon ein bisschen besser drauf, auf diesen Wagen hier. Ja, kommst du erstmal hier hin. Und von da aus geht's dann hier hin. Ich kann das immer noch selbst ziehen, aber besser nicht. Naja, gut, dann
fahre. Bitte so stehen bleiben. Ja, es hat geklappt. Ach Gottchen, wie machen wir das denn jetzt? Alle kriegen wir sowieso nicht mit einem Mal drauf. 18 Uhr, also wenn wir uns beeilen, können wir heute noch einmal verkaufen. Da müssen wir auch nicht nachts arbeiten unbedingt. Nachts arbeiten muss nicht unbedingt sein. Man sollte schon treffen. Komm, etwas motivierter, ja? Jetzt geht's ums Geld so langsam. Hoffentlich. Erinnert mich bitte daran, dass wir den Keller noch voll machen müssen, aber da haben wir auf dem anderen Feld noch genug, hoffentlich. Ah, hier passen gleich zwei drauf. Ja doch, hier passt wesentlich mehr drauf an Säcken. Das ist schon mal gut. Ja, egal, wir schmeißen das da erstmal da vorne hin. Ich habe jetzt keine Lust, hier den Wagen noch 10-mal umzupacken. Oh mein Gott. Komm, ein bisschen weiter werfen schaffst du. Bis zum Wagen hin, oh mein Gott. Ah, das müssen wir noch richtig ausloten, wie wir das am besten machen hier. Sowieso ein ganz blödes Thema hier, Finanzen und so. Ich weiß gar nicht, wie ich da wieder drauf gekommen bin. Irgendwie kommt man immer so von Hölzchen auf Stöckchen, sag ich doch. Boah, ist ja ordentlich was drauf, oder? Fallen die alle auf der anderen Seite wieder runter, die Säcke. Wird gleich hier zweietagig gestapelt. Nicht schlecht. Ja, es ist natürlich jetzt schade, nicht alle Säcke sind voll, so mit dem Roder, ja. Also wenn wir das mit der Hand eingesammelt hätten, das haben wir so jetzt hier gar nicht gesehen. Aber na, im Let's Play sieht man das auf YouTube. Als ich da mit der Demo-Version noch rumgehandelt habe, da hat man das schon gesehen. Klar, wenn man das mit der Hand einsammelt, dann ist jeder Sack so voll wie möglich. Und so mit dem Roder sind vielleicht manchmal nur 6 Kartoffeln drin oder so in so einem Sack. Dementsprechend unterschiedlich ist dann auch schon mal der Verdienst, den man hat. Man könnte jetzt rumgehen und jeden Sack kontrollieren und dann nur ganz volle Säcke immer draufschmeißen, aber bei der Menge hier, da ist es auch eher nicht unbedingt nötig. Das ist auch eine Arbeit für jemanden, der Mutter und Vater erschlagen hat. Das ist nicht so witzig. Ja, deswegen. So, ihr erinnert euch vielleicht noch vor 2 Livestreams, als wir da das Feld, ich glaube, das war sogar dieses Feld hier, bestellt haben und da dann verschiedene Sachen drauf angepflanzt haben. Ja, das machen wir in Zukunft dann nicht mehr. Ich hoffe, das kristallisiert sich jetzt im Laufe der Zeit so raus, wo wir überall gute Felder anlegen können und dann werden wir durchaus ein Futterfeld anlegen und vielleicht auch mal was so für einen anderen Verkauf, aber wir werden kein Feld, so ein Mischfeld werden wir nicht mehr machen. Das ist zum Ernten ja nicht so schön eben. Oder man behält die Sachen nicht. Ich möchte ja immer die Saat zum Beispiel behalten. Da sind immer 1-2 Körner dazwischen. Die möchte ich ja ganz gerne behalten, außer bei den Kartoffeln hier. Da ist das ja schön, da ist das ja anders. Das sind ja alles, wenn man so will, Saatkartoffeln. Aber wenn wir jetzt Mais oder was machen, Tabak oder so, ja, dann ist es ja immer so ein bisschen gemischt. Wir haben in diesem Jahr gar keinen Tabak angepflanzt, oder? Viel zu wenig auf jeden Fall. War es das? Echt jetzt? Da geht doch noch einer drauf. Komm, einer passt noch. Komm schon. Du schaffst es, du willst es doch auch. Ich sehe an deiner Form schon, dass du es auch willst. So, einen zweiten Wagen. Ah, gut, gut, gut. Hat doch noch gepasst. Na, und kriegen wir noch einen obendrauf?
Nee. Nee, leider nicht. Der wird runterfallen. Ja gut, wir dürfen uns aber schon einmal freuen, wenn wir das jetzt noch verkaufen. Ich glaube, bis 9 Uhr haben die geöffnet. Fällt er runter da oben? Ja, der wird runterfallen, denke ich. Aber wir versuchen es mal. Na, kann man jetzt nicht sehen, aber der ist wahrscheinlich hoffentlich schon runtergefallen. Sonst liegt er nachher hier im Wald irgendwo. Was wollte ich jetzt sagen? Was war das gerade noch? Also einmal können wir verkaufen noch und dann werden wir schon mal sehen, was wir dafür kriegen. Und wir können vielleicht sogar schon, das sollten wir als erstes machen, den Keller vergrößern lassen. Am zweiten, dritten Wagen noch kaufen. Ja. Ach, ich glaube, jetzt weiß ich, wie das läuft. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt am Großhandel hier, an der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, wie das da läuft. Da steht ja immer nächster Wagen, wenn man die verkauft. Und da habe ich mir überlegt, die ganze Zeit, die letzten Livestreams, habe ich überlegt, ja, wie kann man das machen? Kann man hinter diesem Wagen noch einen anderen Wagen anbinden? Geht das vielleicht? Vielleicht geht das. Könnte ja sein, das wäre ja prima, so, dass man so eine Kette macht, so einen Zug. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das ist anders gemeint. Ich glaube, das ist so gemeint, dass man mehrere Wagen hat und dass man diese Wagen dann zum Beispiel nachts oder am Abend noch dorthin kutschiert, nacheinander. Dann stehen da irgendwie 10 Wagen vielleicht beim LPG auf dem Hof, ja. Und dann kann man sagen, nächster Wagen, nächster Wagen, nächster Wagen. Und kann die dann alle zusammen verkaufen. Ich glaube, so läuft der Hase. Aber sicher bin ich nicht. Ich glaube, ich hatte noch nicht so viele Wagen, als dass ich mal hätte ausprobieren können, ob man die ja, in Kolonne schalten kann. Also ja, so einen kleinen Zug, Wagenzug machen kann. Ich finde es auch wunderlich, dass man 2 Pferde hier vorspannen kann, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch geht. Also mit den Pferden das geht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das geht, dass man 2 Wagen hintereinander spannen kann. Dass man dann aber, wenn die voll beladen sind, vielleicht wirklich 2 Pferde vorne anspannen muss. Das würde ja Sinn ergeben, oder? Sieht man zwar nicht oft so einen Riesentransporter, aber könnte doch sein. Und dass man dann vielleicht mit dem größeren Wagen, den es da noch gibt, den man nur mit dem Traktor ziehen kann, dass man mit dem vielleicht das Gleiche machen kann, nur dass man dann auch den größeren Traktor braucht. Da gibt es auch noch den Spezialtraktor von Stanislav, den mit dem Dach oben drauf, den wir alle gerne haben wollen. Vielleicht schaffen wir es ja heute, mal ein Rennen zu fahren, aber ich glaube nicht gegen Stanislav. Ja, schaffen ein Rennen, ja, aber gewinnen sehe ich eher schwarz. Wir müssen erstmal mit dem Traktor üben. Wir müssen erstmal damit umgehen können. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht so sinnvoll, da das anzufangen. Wobei, ich kenne mich. Wahrscheinlich wenigstens, um mal reinzugucken, werde ich es wahrscheinlich dann doch ausprobieren wollen. Vielleicht hat man ja doch irgendwie eine Chance, gegen Stanislav zu gewinnen. Aber ich glaube nicht, nee. Ach, da müssen wir wahrscheinlich auch unserem Kasimir dann wieder Alkohol geben, damit er dann ein bisschen mogeln kann und ein bisschen härteren Sprit reinkippen kann. So einen kleinen Beschleuniger in den Traktor. Ja, da steht das schöne Stück mit Dach drüber. Ups. Nein. Habe ich gerade noch gedacht, so. Jetzt aber nicht dran vorbeifahren. Und was ist passiert? Zu viel an andere Sachen gedacht. So, wie stehen denn die Kurse hier? Äpfel, Äpfel, Kartoffel, Äpfel, Erdäpfel, Kartoffeln, 3, 3, also
wahrscheinlich der beste Kurs gerade, den wir kriegen können. Ja, ich freue mich auch immer hier zu sein. Handeln wir. Ich habe hier Kartoffeln. 24.000. Ja doch, das ist doch das ist doch richtig gut. Ja, prima. Da freue ich mich doch. Und? Handeln wir noch mehr? Denn ich habe hier auch noch ein bisschen was. Auch noch mal 1.000 für so ein paar Kartoffeln. Ja, super. Es läuft. Dann schlage ich doch mal ganz vorsichtig vor, dass wir... Jetzt sind wir einmal hier, dass wir einmal den Erdkeller schon mal ausbauen lassen. Dann haben wir das schon mal fertig. Dann sehen wir auch, wie viel reinpasst. Vielleicht, wenn er jetzt sofort anfängt und den sofort ausbaut. Und weiter, dass wir mal versuchen, hier noch einen Wagen zu kaufen. Ich weiß gar nicht, ob der den Wagen auch verkauft hier. Na? Ja, genau. Und baust du uns den Erdkeller nochmal aus für 15.000? Oh, das war auch der letzte Ausbau jetzt, echt. Oder? Ja. Ja, dann handeln wir hier auch noch ein bisschen. 10.000 haben wir noch. Ja, wir könnten das Vorderrad schon mal kaufen. Das kaufen wir aber lieber bei Thaddäus. Da unterstützen wir lieber die kleinen Händler. Sprit werden wir nachher sowieso öfter kaufen. Ja, also ich bin dafür, hier das Fass nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Wir werden den Miststreuer so langsam brauchen. Den werden wir nicht hinten anhängen können. Hier, das ist der Hänger, der größere. Aber der geht nur für Traktoren. Kasimir sagt, hier steht zu dem Hänger... Also, und groß und schwer. Also, kein Pferd kann es ziehen, aber dafür so geräumig. Man könnte damit ein halbes Haus transportieren, aber wenn ich an das Beladen denke, konnten sie nicht gleich einen Kran dazu hinzufügen? Ja, das, den Mäher, brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht unbedingt ein zweites Mal. Den Dreifachflug, auch erst mit Traktor. Die Sämaschine, ja, vielleicht schon. Aber was? Wisst ihr was? Bevor wir jetzt hier die Dreschmaschine, wäre auch nicht schlecht. Aber bevor wir jetzt irgendwas hier Quatschiges machen, kaufen wir uns doch erstmal die Sachen, die wir wirklich dann brauchen. Und das wäre der Miststreuer für das Feld, der Häcksler für die Tiere. So langsam wird Zeit. Den Motor werden wir bei Thaddäus kaufen auch. Einmal die kleinen Händler ein bisschen unterstützen. Den Kartoffelroder nochmal. Der Miststreuer. Also den haben wir noch nicht. Da brauchen wir wenigstens einen brauchen wir davon. Und die Dreschmaschine. Ja, jetzt in diesem Jahr eigentlich brauchen wir noch keine Dreschmaschine, weil wir jetzt kein Weizen oder was angepflanzt haben. Warum eigentlich nicht? Haben wir schon, Anfang des Jahres. Haben wir nicht mehr riskiert, das nochmal anzupflanzen. War uns zu gefährlich. Ja, ich denke, da wir ihn nicht haben, können wir auch den Häcksler hier gleich mal kaufen. So, und die anderen Sachen erstmal nicht. Wie gesagt, den Motor, den möchte ich hier jetzt nicht so unbedingt kaufen. Ja, und dann... Was habe ich gerade gekauft? Was war das? Das war der Miststreuer und den Häcksler. Dann können wir die Dreschmaschine ja doch noch dazu kaufen. Das können wir auch nachts abholen hier. Also wenn die zu haben, kann man ja immer noch so auf den Hof fahren und die Sachen abholen. Und ja, den Wagen jetzt erstmal nicht. Ja, und gleich, dann schaffen wir das noch. Nö, ja, könnten wir. Aber wir müssen noch aufladen. Wird ein bisschen knapp. Ja, okay, schön. Neue Geräte. Dann ist unser Hof ja sozusagen schon komplett einmal. Müssen wir gucken. Ja, den Häcksler und so werden wir jetzt nicht sehr viel öfter brauchen. Ja, wir lassen die Dinger da stehen, weil ich ziemlich sicher bin, das hätten wir jetzt ausprobieren können, dass wir die nicht hier an den Wagen anbinden können. Der Wagen ist wichtiger, dass wir den zu Hause haben. So, und ich glaube nicht, dass wir die anderen Sachen nochmal brauchen. Den Häcksler zum Beispiel für Tierfutter. Ja, ich weiß nicht, wie oft wir dieses Tierfutter machen werden. Vielleicht reicht das erstmal, wenn wir einen davon haben. Wichtiger wäre der Roder und die Sämaschine und vielleicht noch einen Pflug.
damit wir die nicht immer von Feld zu Feld hin und her ziehen müssen. Aber bis jetzt geht es eigentlich noch so mit den Geräten, die wir haben. Vielleicht sollten wir dann doch investieren noch in andere Sachen. So Zucker zum Beispiel für den Winter. Der Winter kommt. Und dann können wir wenigstens ein bisschen Schnaps brennen. Müssen wir uns mal ausrechnen. Zucker hat über 100 gekostet. Gerade 112, glaube ich. Oder ja, 112. Nicht alles ist 112. War sogar, glaube ich, etwas teurer. Sogar 124 oder was. War ziemlich teuer, der Zucker. Wir brauchen zweimal Zucker für einen Schnaps. Für einen Brennvorgang. Da brauchen wir Maische. Das kostet, glaube ich, bei der guten Helene kostet Maische, glaube ich, auch sowas um die 100, 120 oder vielleicht sogar 160. Sagen wir mal 160, ich bin nicht ganz sicher. Vielleicht sogar 68, vielleicht sogar 170. Sagen wir mal 170, ja. Dann der Zucker. 130, sagen wir mal. Dann sind es 300. 300, 400. Also für einen Brennvorgang. Wir bekommen aber 4 Flaschen raus, die wir dann für 112 pro Flasche verkaufen können. Ja, da hätten wir immer noch einen kleinen Verdienst dran. Der Zucker ist einfach zu teuer im Moment. Und die Maische können wir ja eigentlich auch selber machen. Na, jetzt aus Kartoffeln. Ja. Aber Erntehelfer werden wir dann wohl auch demnächst brauchen, so wie es aussieht. Aber es gibt keine Erntehelfer. Ja, das wundert mich ein wenig, dass man da nicht jemanden anheuern kann, der wenigstens schon mal so die Säcke auf den Wagen lädt oder irgendwas. Vielleicht hat das Umflügen hier ja doch ein bisschen was gebracht. Vielleicht können wir dann ja im Winter schon irgendwelche Zäune oder sowas aufbauen. Ja, das ist natürlich bei einem größeren Wagen auch nochmal einfacher, den zu beladen, zum Glück, weil er eine größere Fläche hat. Kann man da besser die Sachen draufwerfen. Aber ich glaube, der ist auch etwas höher. Da muss man sowieso draufwerfen. Oder was dann vielleicht auch ginge, was ich mir so spontan jetzt überlege, dass man hier vielleicht eine Leiter dran stellt. Dann immer die Leiter raufkraxelt. Also, die kann man ja so wie so ein Brett irgendwie dorthin stellen. Schade finde ich, dass Kasimir nicht wirklich eine Schubkarre hat. Okay, er hat diesen Karren, den man am Fahrrad anbinden kann. Das ist ja fast so etwas wie eine Schubkarre. Ja, das ist ja eine Schubkarre, wenn man so will. Ja, doch. Bis 9 Uhr schaffen wir das, glaube ich, sowieso nicht mehr, oder? Ach, das ist ein Stein. Der passt da nicht drauf.
Obwohl passen würde er, dann kriegen wir aber nicht hochgehievt, glaube ich. Okay, doch, könnten wir. Bis 9 Uhr könnten wir nochmal eine Fuhre dorthin bringen. Und wenn nicht, dann können wir den Wagen dort lassen. Das wäre auch nicht so schlimm. Und dann könnten wir schon mal eins der Geräte irgendwie holen. Das wäre doch in Ordnung. Also einmal fahren wir auf jeden Fall noch runter. Rauf. Runter, rauf, rauf, glaube ich, heißt es. Ja, rauf ist das richtige Wort. Na komm schon. Echt jetzt? Was ist da drin? Steine? Der will nicht. Der will einfach nicht. So, der muss aber. Und wenn wir es dann doch noch schaffen. Ja, dann fahren wir eben nochmal. So, sammeln haben wir noch genug. Das ist egal. Wenn wir das jetzt schaffen, dann fahren wir nochmal. Und irgendwann werden wir es ja von der Zeit her nicht mehr schaffen. Dann werden die dicht haben. Dann lassen wir den Wagen da stehen und nehmen schon mal eins der Geräte mit nach Hause. Ach, ich denke, wir nehmen zuerst das Gerät, das am nächsten dasteht. Schon wieder, ich habe schon wieder überlegt, was jetzt am sinnvollsten wäre, welches am schnellsten oder besser noch am langsamsten geht, damit wir das zuerst machen. Aber es müssen ja sowieso alle Geräte rüber. Und es ist dann sowieso bald Nacht. Von daher ist das relativ Schnuppe. Das ist schön, wie das so funktioniert hier mit dem Aufladen. Hätte ich mal nichts gesagt, lieber, oder? Na, kriegen wir da noch einen oben drauf? Schafft er das? Schafft er das auch? Nein! Komm schon, komm, 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 komm. Ach, bevor wir jetzt hier lange rumspielen. Einen müssten wir da oben noch irgendwo verloren haben. Das hat er doch bestimmt nicht geschafft. Ah, genau wie jetzt. Oh, naja, okay. So, aufsetzen. Ab geht's. Das, komm, komm. Aufsetzen. Wie hot. Ja, da ist er gleich runtergefahren. Ja, ist auch ganz gut, dass die nicht so halb mitgeschliffen werden und dann verliert man die unterwegs auf dem Weg noch irgendwo dahin. Ich meine, wir fahren jetzt extra den Weg nochmal entlang, um zu gucken, ob wir den Sack doch verloren haben. Brauchst du auch gar nicht. Habe ich dich gehetzt? Du solltest gar nicht jetzt schneller fahren. Passt doch, ist doch alles gut. Kasimir. Das ist ein Stein. Ja, ein Fels. Und was liegt hier? Gar nichts. Ja, du musst auch nicht schneller fahren. Ich guck nur, ich bin das gewöhnt, immer die W-Taste gedrückt zu halten, doch von den Erntemaschinen. 20 Uhr, ja, also. Spricht nichts dagegen. Das könnten wir noch schaffen. Ja. Vielleicht wäre es schlauer, eben einen kleinen Schwenk zu Thaddäus zu machen und uns da auch so einen Wagen schon mal zu kaufen. Einen Ersatzwagen. Damit wir dann den vollen da stehen lassen. Bei Thaddäus, die Sachen können wir ja auch dann
nach der Schicht abholen. Vielleicht schaffen wir es auf dem Rückweg. Ah, mal sehen. Es muss ja auch nicht alles jetzt passieren. Das sage ich doch immer. Ach, und die Säge können wir uns vielleicht dieses Jahr dann auch endlich kaufen. Die Tischsäge. Da können wir doch gleich mal ausprobieren. Dann. Das war hoffentlich auch nur ein Stein. Können wir gleich ausprobieren, ob die Tischsäge denn effizienter ist. Ich glaube aus... Ja, das müssen wir nochmal genau ausprobieren dann. Aber ich glaube, mit der Handsäge haben wir 25 Bretter rausbekommen aus einem... Aus einem Baum. Oder einem Baumstamm. Ich glaube, nur aus einem Teil des Baumes 25. Ja, werden wir nochmal ausprobieren. Und wenn wir mit der Tischsäge dann irgendwie das Doppelte rausbekommen, ja, das ist doch dann schön. Dann lohnt sich das ja schon. Aber klar, für die Tischsäge brauchen wir dann auch wieder... Ja, wir brauchen wieder Benzin, Kraftstoff. Und einen Motor. Ich weiß auch nicht, ob der Motor irgendwie mal gewartet werden muss. Ob wir da einen Keilriemen oder was brauchen. Wahrscheinlich, ja. Na, ist das ein Kartoffelsack? Nee. Das scheint mir auch nur ein Stein zu sein. Und sind sie noch da? Zehn Minuten brauchen wir hin. Ja, sie sind noch da. Wer hätte das gedacht? Wir haben wieder Kartoffeln. 21.000 diesmal. Sehr schön. Und da sind nochmal 5. Die Obstbäume kaufen wir jetzt nicht. Die sind viel zu teuer. Und ja, auch hier. Nee, das muss jetzt gerade nicht sein. Tabak würde ich gerne kaufen oder sowas. Aber nee. Dann warten wir lieber. Fahren noch einmal über den Thaddäushof, wenn wir es denn zeitlich schaffen. Da gucken wir gleich nochmal, aber ich glaube, das könnten wir bis 9 Uhr locker schaffen. Über den Thaddäushof und kaufen da noch ein paar Sachen ein. Oder können wir hier vorne noch was kaufen? Oder hier von dem Tierhändler? Es muss jetzt nicht alles sofort passieren, aber lasst mich mal überlegen. Eine Ziege? Nee, da müssen wir erstmal einen Stall und sowas bauen. Nee, ich wüsste jetzt nicht. Trockengestelle? Trockengestelle September. Oktober, November. Nee, das wird zu knapp. Das lohnt sich nicht mehr. Naja, klar, was wir haben, haben wir. Das können wir auch fürs nächste Jahr natürlich verwenden, aber... Wir müssen das Geld ja jetzt auch nicht unbedingt unter die Leute bringen, sofort. Morgen ist auch noch ein Tag, da sieht man auch ein bisschen mehr. Und die Dinge so übers Knie zu brechen, ist sowieso nie so ganz gut. Nicht immer, manchmal schon. Ja, muss man abwägen eben. Ja genau, das Trinken nicht vergessen.
Und ich denke, dann können wir auch gleich schon wieder eine Pause machen. Aber erstmal möchte ich so ganz gerne noch zum Thaddäushof. Ja, ich überlege, jetzt haben wir gerade Geld, ob wir... Können wir nicht auch über die Sägewerk fahren? Und dann da nochmal schon mal ein bisschen Holz einkaufen. Schaffen wir das? Ich denke mal, Thaddäushof wäre wichtiger, aber jetzt ist es zu spät. Wir sind schon abgebogen. Wir lassen die Sachen aber dann hier am Sägewerk stehen. Die können wir auch nachher noch abholen. Das heißt, das Holz können wir mitnehmen. Ach so, das Brennholz. Da kaufen wir lieber die Klötze. Hm? Oh mein Gott. Die Klötze, da stopft er sich immer so viele rein. Dass er die kaum tragen kann. Ja. Oh. Du schaffst es, irgendwas liegt im Weg. Nicht, dass wir den Wagen blockieren damit. Wir sind heute ein guter Kunde hier, oder? Oh, das reicht erstmal. Den Rest lassen wir, wie gesagt, hier liegen nach Möglichkeit. Bäume? Flaschen? Und weil wir es uns leisten können, die Platte hier endlich. Das können wir ja so mitnehmen, alles. Hoffentlich klappt das jetzt hier mit dem Weiterkommen. Uiuiui. Ui, ui. Ich sehe den Weg kaum. Oh oh, ich sehe überhaupt nichts vom Weg hier. Ah, das müsste eigentlich hier irgendwo entlang gehen. Oh nein! Vorsicht hier! Es könnte noch klappen, dass wir zum Thaddäushof kommen. Aber nicht, wenn wir uns jetzt verfahren hier. Vor einem Stein fahren oder sowas. Och, schon geschehen. Ja, okay. Dann machen wir das mal anders. Wir müssten da doch einmal die Schnellreise nutzen, weil wir jetzt gerade feststecken, behaupte ich einfach. Wie schon passiert? Okay. Okay, wir brauchen noch einen Wagen. Wir machen den anderen Wagen. Wir nehmen noch einen Flug, hat er ja auch. Oh, cool. Wir nehmen den Motor. Die Tischsäge, die beiden Fässer,
Noch einen kleinen Wagen, das Fahrrad. Da sind wir schon pleite. Hä? Haben wir das Fahrrad? Nee. Ach, der hat keinen Platz mehr auf dem Hof. Ach, okay, dann nehmen wir aber die Platte noch, ja? So. Den ganzen Hof hier vollgestellt. Oh Mann. Wir kaufen hier gerne von dir noch das und das. Und das da. Das war jetzt die Destillieranlage, der Eimer und leere Flaschen. Leere Flaschen nehmen wir auch noch. Einmachgläser und dann geht hier die Maische. Na, was kostet die Maische? Hafermaische 180. 180 ist die teurer geworden. So, das einmal. Ja, und dann reicht das doch erstmal. Maische haben wir jetzt alles aufgekauft. Haferkörner. Ja, muss nicht sein. Ja, prima. Ja, da würde ich gerne was sehen. Das können wir ja hier schon mal draufladen. Hebe hoch. Hat er den Hof vollgestellt. Ja, tut mir leid fast. Das passt doch vielleicht hier auch noch drauf. Okay. Den hebe hoch. Jetzt echt. Boah. Kasimir. Nicht schlecht. Nicht schlecht, was du doch wegschleppen kannst hier. Passt der hier drauf vielleicht, der Motor? Ja, tatsächlich. Und jetzt? Ah, jetzt haben wir kein Geld mehr für das Fahrrad. Na, okay. Da müssen wir sowieso mal bei Tageslicht hier gucken. Spanne ein, geht nichts. So, ich dachte, vielleicht könnte man das ziehen. Ach was, den können wir ziehen? Ja, aber nicht, wenn er beladen ist, nee. Da weigert sich doch jemand. Aber den hier, den können wir jetzt mitnehmen. Los geht's. Falsche Richtung ein wenig, oder? Ja, wir sind unglücklich stehen geblieben. Wir müssen die Kreuzung irgendwie mitkriegen. Ich hoffe, dass wir später mal so an so wichtigen Punkten hier irgendwie eine Laterne oder sowas aufbauen können, damit wir auch in der Dunkelheit uns hier einigermaßen zurechtfinden. Vielleicht dem Pferd vorne noch eine Laterne dran kleben oder so. Waren die Leute früher denn nicht so erfindungsreich? Was ist denn hier? Pilze. Oh mein Gott, was ist denn... Das ist nicht mehr die Straße hier, oder? Wir sind schon wieder im Wald. Wir sind von der Straße scheinbar abgekommen, irgendwie. Das ist schade. Ja, doch nicht. Nee, passt. Hier geht's zu unserem Feld. Der Wagen ist ja voll. Dann schlage ich doch vor, wir brauchen ja sowieso den anderen Wagen auch, dass wir den jetzt einmal ja, auf den Hof fahren, diesen Wagen. Dann können wir auch gleich die Tiere reinbringen. Ja, passt. Blödsinn. Ja, dann lassen wir den erstmal hier stehen. Entladen können wir den immer noch. Ein paar Sachen haben wir, ja, gut. Ein paar
paar Sachen haben wir hier noch im Gepäck. Das schmeißen wir aber erstmal alles hier rein, unsortiert. Ich hoffe, das passt alles. Ah, so macht das Spaß. Passt nicht. Aber die Platten passen mal. Und der Eimer. Achso, das Ding passt nicht. Das können wir dann auch erstmal hier so abstellen. Erstmal so ein bisschen schräg dahinstellen, damit wir nicht denken, das bleibt nachher so stehen. Nicht, dass wir nachher denken, das bleibt so stehen. Vorsichtshalber nehme ich jetzt aber mal eine Lampe mit. So. Ja genau, das Pferd bleibt hier. Ach, wir wollten die Tiere reinbringen erstmal. Das Pferd ist ein bisschen verwirrt jetzt, das weiß nicht. Ist so dunkel, findet den Stall nicht. Speedy Gorsales, hallo, schön, dass du reinschaust. Speedy Gorsales auf Twitch. Da musste ich doch erstmal gucken, wo ich dich finde. Auf Twitch, ja, schön, dass du reinschaust. Einen schönen Feiertag wünsche ich dir. Und wie geht es dir? Ob das so stehen bleibt, fragst du. Ja, das bleibt, wenn man das so stehen lässt, dann bleibt es stehen. Wenn es keiner klaut und kein Huhn damit irgendwie rumkickt, dann bleibt das so alles stehen zum Glück hier. So, ein Tier da rein, das andere da rein. Ja, vielleicht schafft der Hengst es das hier, ja? Vielleicht schafft der Hengst ja auch die Kuh. Was wir da wohl für ein abenteuerliches Tier danach herausbekommen. Wo ist denn der Hengst? Schon drin? Ne, hier ist zu, die Tür. Das Pferd hat es nicht ganz geschafft, oder? Die Schweine sind jetzt auch schon alle am Einschlafen hier. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, dass wir die alle reinbringen. Auch die Ziegen, ja, okay, die Ziegen sollten wir reinbringen. Also die Schafe, Entschuldigung. Dolly? Und für das männliche Schaf haben wir noch keinen Namen. Einmal hier rein. Wo ist das andere? Ich dachte schon, das wäre tot. Wo ist denn unser Schafsbock? Dolly. Kommst doch da erstmal rein. Einer fehlt hier. Und was ist das? Der Eimer wurde hier schon rumgekickt. Ich sehe hier was merkwürdig. Ach so, die Hörner sehen wir nur von dem Biest. Ah. Okay, du kommst mal nebenan rein. So. Vielleicht schafft ihr ja auch irgendwas dann gemeinsam. Noch nicht hungrig. Ja, also sind ganz neu. Die müssen sich erstmal hier so ein bisschen einleben. Die Ferkel können wir jetzt nicht reinbringen. Und wo die anderen Schweine sind, sehe ich jetzt auch selbst mit des Farmers Blick nicht so richtig. Döner können wir schon mal reinbringen. Okay. Und wo ist wer? Da ist ja wer. Hallo. Kommt wer mit? Wer kommt mit? So, dann kommt einer hier rein von euch. Bitteschön. Zumachen. Und der nächste kommt hier rein. Oder? Ja, zumachen. Zumachen. Flauschi ist drin. Schwer zu sagen, jetzt nicht unbedingt. Die Kuh ist drin. Die Ferkel. Okay, wir machen mal dich. Die Ferkel schaffen es irgendwie nie in den Stall. Die Hühner hoffentlich haben es geschafft. Monate noch der Hahn. Wie das eine Huhn ist draußen und weiß nicht, wie es reinkommen soll, oder? Oh, was machst du? Hey, Ferrari, komm.
Hey, du sollst nicht da rein. Ich war... Ach so, willst du dem anderen Pferd? Ich dachte, wir fahren noch mal eine Runde. Die Mütze ist weg. Nö, Ferrari kriegt ja keine Mütze. Das war das andere Pferd. Ach, Ferrari sollte hier rein. Das andere Pferd steht da noch. Achso. Na, alles gut. Dann, mein Fehler. Geh ruhig wieder rein. Ja, ja, es ist ein bisschen dunkel. Da fällt mir doch das Denken gleich schwerer. Das Huhn? Ja, das hat's, glaube ich, reingeschafft. Okay. Saß doch da gerade so schön. Ach, die Lampe haben wir ja dabei, ja? Okay. Das laden wir dann ein andermal ab. Und jetzt nehmen wir erstmal den schwarzen Hengst und so Stute. Und holen erstmal vom Nachbarn hier die Sachen ab. Oh, hier ist auch noch ein Wagen. Oh, die Sachen sind ja auch alle fertig hier. Sollen wir die erstmal? Ja, ich glaube, das machen wir. Was haben wir denn jetzt? September, Oktober, November. Ja, das bringt... Nee, das, ich bin mir sicher, das bringt nichts. Das können wir uns jetzt sparen. Da kriegen wir nicht nochmal was trocken hier leider. Da hätten wir mittags gucken müssen. Gerade als es fertig wurde, hätten wir das umschichten müssen. Dann hätten wir nochmal einmal mehr Heu machen können. Aber naja. Vielleicht beim nächsten Mal. Und das Schnitt gut. Das können wir vielleicht dann zum Kompostieren verwenden. Oh, das brauchen wir jetzt nicht, das Licht, oder? Schöner ist mit. Ah, hier, ich weiß ja, hier ist ja nichts Gefährliches unterwegs. Kein Bach, in den wir fallen könnten, in den unser Kasimir fallen könnte. Na, vielleicht ein Wildschwein, das mal hier rumrennt oder so. Ein Stein? Autsch, noch einer? Ja, wir müssen ja die Lampe auch dann irgendwann wieder auffüllen. Oh, wie sieht denn das mit dem Pferd aus? Das mag doch auch schon mal nicht so gerne mitkommen. Ah, da ist es. Okay. Kurz nach 9. Hier ist aber auch keiner mehr, ja. Zum Handel betreiben. Hier ist keiner mehr. Hier stehen bleiben. Das hier anbinden. Und können wir das hier jetzt vielleicht da anbinden? Nee, ziehen kann er das nicht, okay. Na, schön. Halt. Kann die Lampe nicht? Habe ich schon mal versucht, die Lampe irgendwo hier anzubringen. Vielleicht geht's doch so. Oh, besser als nichts. Auf der anderen Seite auch noch eine Lampe dran. Dann können wir auch abends arbeiten auf dem Feld. Ja, prima. Wir haben sogar noch eine zweite Lampe. Ein Stein. Ja, sowas ist dann natürlich schwierig mit den Steinen. Ach,
Und wir wollten ja auch eine Pause machen. Das machen wir dann jetzt gleich mal. Moment, was haben wir hier drauf auf dem Wagen? Die Fässer, die könnten wir hier abladen. Den Motor, den könnten wir gleich in den Wald bringen. Sofort. Ah ja, und die Tischsäge, den Motor haben wir hier gar nicht drauf. Brauchen wir denn da im Wald Wasser? Hebe hoch. Oh, wir schmeißen. Wir schmeißen das erstmal so hier rein einfach. Das können wir nachher irgendwie mal in die Scheune bringen. Obwohl, hier war ja keine gute Stelle, ja. Hier sind uns ja doch mal die ganzen Sachen von der Brauerei für die Brauerei irgendwie abhanden gekommen, als wir die da hingeschmissen haben. Die Hühner haben die wohl weggepickt oder was? Ja, das ist ja jetzt schade. Ich würde lieber einmal in den Wald fahren und dann gleich beide Sachen mitnehmen, also die Tischsäge und den Motor. Aber den Motor müssen wir extra jetzt nochmal abholen. Ja, komm, dann machen wir das einmal. Ach was. Unser Kasimir schwächelt. Oh nein, aber der ist jetzt nicht sofort eingeschlafen, oder? Nee, der ist nur ein bisschen müde. Der ist Sekundenschlaf. Der hat ein bisschen Powermapping gemacht. Oh Gott. Komm. Jetzt wird's Zeit für dich ins Bett zu gehen. Keine Chance. Wir haben keinen Kaffee mehr. Ich weiß, wir haben keinen Kaffee mehr. Wir haben den letzten Kaffee getrunken schon. Heute Mittag, glaube ich, irgendwann schon. Wir hatten Kaffee, wir könnten uns noch einen brühen. Ja, aber wir müssen ihn ja jetzt nicht so quälen. Wir wollten sowieso eine Pause machen. Ah, das passt schon. Erdkeller 3 haben wir schon. Es passen 3000 jetzt rein. 3000 Kilo. Ja. Die ersten 5 sind schon drin, schon mal. Oktober. Es ist schon kalt. Die Lampe lassen wir mal hier stehen. Einmal schlafen, schlafen, schlafen. Wie lange? Bis 5:30. Ja, bis 4. Wir können ja morgens nochmal die Sachen abholen. Kasimir träumt von Tierboxen. Er versucht ein Pferd aus einer von ihnen herauszuführen an der Tür des Boxen. Sieht er... Naja, okay. Irgendwas... nicht mit rechten Dingen zu. Wir machen erstmal eine Pause. Bis gleich.